Es ist der 28. Januar 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht alleine im Sendegarten, sondern er hat eine wunderbare Mannschaft, Frauschaft an seiner Seite. Und ich begrüße zunächst mal die liebe Claudia. Guten Abend, Claudia. Hallo, Abend, frohen Datenschutztag. Richtig, heute ist Europäischer Datenschutztag. Juhu. Hast du schon irgendeine Aktion gestartet? Ich habe heute die Neuauflage von meinem Datenschutzsachbuch fertig gekriegt. Ich glaube, das muss reichen. Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut, schön. Ja, da freuen wir uns gemeinsam, ne, mit Claudia, nämlich zum Beispiel mit dem lieben Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Hast du auch den Europäischen Datenschutztag gefeiert? Ja, ich habe nichts davon mitgekriegt, also hat es funktioniert offenbar. Es ist datensparsam an dir vorbeigegangen. Ja, ist auch nicht ja genau. Also, ich habe mehr mit Datenschutz zu tun. Ja? Ja, ich hatte mich heute offenbar vor Daten geschützt. Also, mich hat es nicht erreicht, aber das, ja. Du hast versucht, dich von einem Newsletter abzumelden. Nee, ich hab versucht, mich nicht dafür anzumelden. Klausina. Das kann ungefähr genauso schwierig sein. Ja. Ja, aber mit Datenschutz zu tun hat bestimmt doch der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Hast du schon einen Das erklärt so einiges, Glas genommen? Weil ich diese Woche so viele Anfragen zum Thema Datenschutz hatte. Vielleicht war das einfach nur zur Feier des Tages. Interessant. Nee, ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber ja, mit Datenschutz habe ich öfters zu tun, das stimmt, ja. Ja, als Anbieter. Und mit Kunden. Und die stellen auch noch dumme Fragen. Wollen ganz genau wissen. Und dann wiederum doch nicht so ganz genau. Ist auch komisch, ne? Manchmal wollen sie es ganz genau wissen und dann wiederum auch gar nicht so ganz genau. Ja. Wir Menschen sind komisch. Ja. Manchmal. Aber es sind ja alle. Wer uns vielleicht helfen kann, das Komische im Menschen zu analysieren, das ist die Claudia. Und zwar die andere Claudia. Ich nenne sie Frau Wortkomplex. Guten Abend, Frau Wortkomplex. Hallo und danke, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns mal besuchen kommst, auf der Gartenbank bei uns sitzt. Die Idee, ja, dass, schön, du mal dass du vorbeikommst, bist. Ist tatsächlich schon was älter. Aber ich hatte irgendwann, weiß nicht, hatte ich doch schon mal vor einiger Zeit angefragt, oder? Bringe ich das durcheinander mit jemand anderem? Egal. Jedenfalls weiß ich ja, dass du im Grunde ein Podcasterinnenherz hast, aber durch private, also Lebensdinge davon seit einigen Jahren abgehalten wirst. Deswegen freue ich mich sehr, dich mal wieder am Mikrofon zu haben. Oder zu hören, ja, vor allen Dingen. In der Tat, ich habe zwei gute Gründe, dem Mikrofon fernzubleiben. Der eine heißt Paul, der andere heißt Anton. Und die halten mich ganz schön auf Trab und das hindert mich dann vor allen Dingen an Vorbereitungen und abends die Zeit zu nutzen, um irgendwas an Mikrofone zu sprechen. Das ist leider so. Aber sie sind ganz süße, kleine Kerlchen ansonsten. Und bis auf, dass die mich vom Podcasten abhalten, habe ich sie ganz furchtbar lieb. Das ist doch schön. Das wäre ja auch, also so wichtig ist Podcasting ja nun auch nicht, oder? Dass man die Kinder dafür, naja, vielleicht doch. Egal, ich frage lieber nicht. Naja, ich habe vorhin mal so überlegt, ob dich die meisten Hörerinnen und Hörer eigentlich noch kennen aus deiner aktiven Zeit. Du bist ja eine Wiki-Geeks-Podcasterin gewesen. Hast das Podcasting eigentlich bei euch zu Hause reingebracht? Also der Mann, der jetzt gerade immer mit Mikrofontests und vor allen Dingen auch in der Ultraschallentwicklung immer wieder Furore macht, nämlich der Ralf, der hätte wahrscheinlich mit dem Podcasting gar nicht angefangen, wenn du nicht gewesen wärst. Also, aber das ist alles schon 6, 8 Jahre her, oder? Ach, länger schon. Das sind jetzt bestimmt schon 10 Jahre. Ui. Also wir sind vor 8 Jahren nach Berlin gezogen und haben quasi die Göttinger Podcast-Bubble mitgebracht nach Berlin. Und davor haben wir ja schon in Göttingen gepodcastet. Das muss schon mehr als 8 Jahre her sein. Und in Berlin haben wir es dann relativ bald eingestellt.
Also, ja, ohne Göttingen im Rücken, ne? Das, genau. Man sagt immer, Berlin sei die mediale Hauptstadt. Nein, nein, nein. Also Göttingen, da pocht das Herz des Mediums. Das Ding ist ja, da hast du halt nicht so viel anderes zu tun. Ja, deshalb genau. Ist das ja irgendwie kompensiert. So schön. Nein, aber ist schön langweilig. Naja, also, aber in der Tat so eine Sache, ne? Also in Göttingen fühlte man sich halt immer so ein bisschen von den, also die Wikigeeks, was wir damals gemacht haben und was wirklich, glaube ich, keiner mehr kennt. Es war ja ein Podcast zu Thema gesellschaftliche Netzthemen und das ist wirklich so ein bisschen aus diesem Gefühl heraus auch geboren, dass wir, dass man so von Berlin und eigentlich dem gefühlten Zentrum, wo eben alles passiert, wo irgendwie viel CCC ist, was so ja auch nicht stimmt, das ist ja auch überall über die ganze Welt eigentlich geclustert. Oder es gibt immer Airfast heißen sie, glaube ich, nicht. Ach Gott, ich kriege überhaupt gar nichts mehr mit, ich weiß überhaupt nichts mehr. Also was halt auch nicht stimmt, dass man da irgendwie abgeschnitten ist, aber gefühlt war es so und halt die ganzen netzpolitischen Events haben in Berlin stattgefunden und dann war so ein bisschen die Kompensation, eben Podcast zu machen und sich dann mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Na, ich hab mal geguckt, die Webseite der WikiGeeks gibt es noch und da steht auch drin, dass ihr in der Sommerpause seid. Ja, wir haben nicht gesagt, wann wir wieder, also welchen quasi Nachsommer, welchen Herbst wir wiederkommen. Also das werden wir öfter gefragt. Also, großartig. Ja, aber das ist tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, die letzten Einträge da 2014, also da ist das schon zu Ende gegangen. Also gehen wir mal davon aus, viele kennen dich jetzt nicht so aus direkten persönlichen Kennenlernen oder Treffen. Da müssen wir vielleicht gleich auf der Gartenbank nochmal so ein kleines bisschen, wer ist denn Claudia eigentlich, machen. Aber wir haben ja auch noch ein anderes Thema, das hattest du ja mitgebracht, beziehungsweise ich habe das sozusagen ich habe gesagt, ich würde gerne wissen, was du dazu denkst, nämlich zu diesem Clubhouse, wie auch immer man das aussprechen mag. Da hattest du dich auf Twitter so ein bisschen geäußert und das ist ein ganz, ganz hübscher Aufhänger, da mal vielleicht einen Blick drauf zu werfen. Aber das machen wir gleich. Ich wollte jetzt erstmal noch zur Einstimmung sagen, wir sind zwar gerade sehr fröhlich hier gestartet, aber eigentlich, muss ich sagen, eigentlich sind wir alle am Ende. Die Stimme der Vernunft, Christian Drosten, hat nämlich komische Sachen gesagt. Und zwar folgendes. Sebastian, gib mal den Riemen auf die Orgel, bitte. In dem Modell ist ja schon eine Zahl von Immunen, die nicht mehr infiziert werden können, drin. Wie viel von dem müssen jetzt trotzdem infiziert werden? Also wie viele müssen wir im Prinzip aus dem Modell wieder rausnehmen, damit wir wieder die Voraussage einer zweiten Welle haben, und zwar in der Größe, wie wir sie wirklich beobachtet haben. Damit die Annahme zur Realität passt in dem Fall. Genau, genau. Und die Antwort ist, wie beim Per Anhalter durch die Galaxis, 21. Und was du jetzt gerade nicht sowas sagt. Tja, aber sie hat ihn ja hinterher gleich korrigiert mit 42. Das hast du jetzt genau, nicht mitgespielt. Genau, doch, kommt. Das ist der Aufschlag Drosten und Return Corinna Hennig. Die kommt jetzt. Und die Antwort ist wie beim Per Anhalter durch die Galaxis 21. Eigentlich 42. Ja. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Danke, Frau Hennig, danke. Gut, dass wir Sie haben. Das soll doch nicht so stehen bleiben. Was können wir denn Herrn Drosten noch glauben, wenn er sowas nicht sagt? Wenn er sowas sagt, also wirklich. Mein Idol ist gerade vom Sockel gefallen. Nee, ich glaube, da hängt es einfach am Leben, dem Universum und dieser Gesellschaft, dass wir gerade mal maximal die Hälfte davon auf Reihe kriegen und den Rest nicht mehr. Ich fand das einfach so schön. Ich fand das so schön menschlich. Ach, ist das ein toller Typ. Aber Frau Hennig, 100 Punkte für Sie und großartig, dass es genau diese Gegenüber gibt, sowohl die Frau Hennig als auch ihre Kollegin, deren Namen ich gerade nicht parat habe. Und die der mit Chat sagt, Herr Drosten darf das. Mein Chat sagt, es sei ironisch gemeint gewesen. Ja, könnte sein. Ich habe mir das auch ein paar Mal angehört und eine ironische Spur könnte ich da sogar hineininterpretiert sehen, aber für so schlichte Gemüter, wie ich es bin, war das nicht so unmittelbar zu erkennen. Also ich habe tatsächlich den noch gar nicht gehört, deswegen kann ich dazu gar nicht weiter was sagen. Deswegen habe ich es ja mitgebracht. Ja, ich finde aus der Stelle nur, kann ich es jetzt gerade so schlecht raushören, weißt du? Ja,
Also ich hatte auch auf die Ironie getippt, als ich es gehört hatte. Aber ja. Ja, er sagt dann auch hinterher, ja, die falsche Zahl. Also als hätte er, ne, als hätte da hingearbeitet. Aber wie gesagt, das ist mir, also er hat das so überzeugend gebracht, dass ich wirklich gedacht habe, okay, das war wohl ein schmales Taschenbuch, wo die Hälfte der Seiten fehlten und dann eben auch nur die kleinen Zahlen drin. Großartig. Ich fand es auf jeden Fall großartig. Als ich das gehört habe, bin ich wirklich aufgewacht. Das ist allerdings nach einer Stunde gewesen. Er hat also eine ganze Stunde lang erstmal intensive Dinge erzählt. Das war ja auch die erste Episode jetzt im neuen Jahr, glaube ich. Ja, oder? Die zweite schon? Oh Gott, welche Nummer haben wir da? Ich habe das Verstand noch dabei. Das ist, damit ihr es wisst, die 72. Ausgabe. Ich glaube, das war schon die zweite. Ich war schon die zweite, ne? Der war trotzdem so lang wegen der. Genau, die erste war doch, wir mussten die Mutationen im Blick behalten. Das war doch dieser wunderbare Titel. Genau, und dieser heißt Menschen, Maßnahmen, Mutationen. Auch nicht schlecht. Willkommen im Zirkus Drosten, ja. Menschensensationen. Super. Na gut. Also wir sind doch nicht am Ende. Alles wieder gut. Ich dachte schon, die Welt wäre jetzt, wir hätten überhaupt nichts mehr dem Virus entgegenzusetzen. Nein, nein, alles gut. Ja, dann kommen wir zur neuen Ernte. Da ist nicht viel, aber ein bisschen. So, neben einem Blütenschatz, den wir später ansprechen werden, der eingegangen ist, hat uns unter anderem der Hörer HC-S geschrieben. Moin, euer Gast erzählte von einem Spaziergang nach dem Frühstück. Ich versuche mich gerade an 5000 Schritten vor dem Frühstück. Wenn ich nicht um 5.45 Uhr frühstücken wollte, wäre das auch keine Herausforderung. Holla, holla, holla. Ja, da hast du dir was vorgenommen, Lehrer HCS. Also 5000 Schritte, okay, das geht vielleicht, aber 5:45 Uhr, boah, im Winter, wenn es kalt ist und dunkel und Schnee liegt womöglich. Na, ich drücke die Daumen, dass das auch den gewünschten Erfolg bringt. Vielen Dank. So, mehr habe ich im Moment nicht. Habt ihr noch irgendwie was zwischendurch aufgeschnappt? So an Kommentaren oder so? Nee. Oh, ich habe gar nicht in unsere Kommentarspalten geguckt. Ich meine, zu den Schritten, ich habe heute so einen lustigen Tweet gelesen, vielleicht kann ich den nochmal reinbringen, nämlich von dem Matthias Schindler, @pressreu auf Twitter, der sich eben auch vorgenommen hatte, in der Pandemie jetzt nicht auf seine Bewegungen zu verzichten und dann auf die kongeniale Idee kam, die Kinder, die haben ein paar mehr Kinder, auf verschiedene Stockwerke zu verteilen beim Homeschooling. Es hat er heute wohl die Meldung bekommen, dass er 28.000 Etagen genommen hat und hat die Badge verliehen. Hat die Badge verliehen bekommen. Jetzt muss ich kurz gucken, wie sie genau heißt. Du hast damit das Auszeichen Astronaut verdient. So einmal die Himmelsleiter hochgegangen, genau. Super. Schön. Also, sehr kreative, klasse. Ideen da draußen. Ja. Das ist auch keine schlechte Idee. Das mit der Bewegungsmangel, das oder vor allen Dingen diese Nähe zum Kühlschrank, das ist wirklich nicht gut. Also das nach dem Motto, wie lange bist du schon im Homeoffice? 7 Kilo. Ja, so. Das ist echt eine fatale Folge vom Ganzen. Ja, wobei, damit haben wir es hier ja tatsächlich alle noch gut, ne? Also wenn das Schlimmste, was dir passieren kann, über 11 Monate Pandemie und den Ausblick, dass es auch noch einen Moment bleiben wird. Da geht es anderen Leuten und anderen Gesellschaften insgesamt deutlich, deutlich schlechter. Und wir können eigentlich glücklich sein, dass wir überhaupt in der Lage sind, irgendwo was zuzunehmen, sprich noch genug Essen und so weiter und so fort haben und ein warmes Dach über dem Kopf. Also nur mal, um die Perspektive, das mal auf global zu setzen. Ja, völlig richtig, völlig richtig. Also das, was ich hier von mir gebe und die Last, die ich beklage, im doppelten Sinne, die ist natürlich gemessen an dem, was andere erleiden. Und wenn man nur an diese Flüchtlingslager denkt, wo die Leute noch immer in Zelten und bei rudimentärer sanitärer Ausstattung untergebracht sind, nur das mal als konkretes Beispiel in Europa, also direkt vor unserer Haustür, klar. Du hast völlig recht.
Das war auch nicht der Maßstab, an dem ich mich messen wollte. Ich wollte so ein bisschen eine klagende Wohlstandsmade sein. Mal. Ja. Alles gut, bei mir sind es 3 Kilo gewesen. Ja. Können wir dafür alle jetzt Bananenbrot und sonstige Sauerteige ansetzen? Ich hatte vorher schon einen, also Sauerteig. Also du hast das vorher schon gemacht und nicht. Also das fand ich echt faszinierend, wie das so Fahrt aufgenommen hat. Na, erst so diese Bananenbrote-Fotos, die man bekommen hat, dann in der ganzen ersten Welle und im ersten Lockdown und dann plötzlich alle angefangen haben, ihre Sauerteige anzusetzen und ihre Brote zu backen. Das fand ich ganz lustig mit zu beobachten. Wie war das? Not macht erfinderisch und so, wobei Not jetzt in Anführungsstrichen ist, weil wenn halt einfach Hefe aus ist im Laden, ist, aber ich fand es auch total spannend, also dass Menschen jetzt dann doch wieder dazukommen mit, naja, wenn wir eh schon zu Hause sind, dann können wir das auch selber backen, ne? Ja, und auch, es ist ja auch so ein Ventil, ne? Also mit, es ist ja auch dann mit den Händen arbeiten, irgendwie auch mal was anderes machen, andere Texturen haben. Es ist ja auch so mal aus diesem ganzen Pandemie-Alltag vielleicht rauskommen, ne? Und dann halt mal sich um so ganz rudimentäre Dinge wie Brot backen. Also was ganz archaisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber sowas auf sowas Ursprüngliches zurückgeworfen werden. Das also fand ich. Und dieses ins Tun kommen, also wirklich nicht mehr nur hilflos ausgeliefert sein und abwarten müssen, sondern selber irgendeine Form selber machen können, irgendetwas selber bewirken können und Essen machen und vor allem halt auch was eben nicht in 5 Minuten wegschnabuliert ist, sondern wo du halt dann irgendwie zumindest ein paar Tage was von hast, ist, glaube ich, dann schon eine ganz coole Sache, ein gutes Ventil dazu. Leiten mir das Thema hier ganz aus deiner Hand, Martin. Ja, gar nicht. Ach, ist doch schön. Endlich passiert mal was im Garten, wo ich nicht dabei bin. Das ist super. Aber der Lars hat inzwischen recherchiert und hat mir mal eben nachgeguckt, was in den Kommentaren noch gekommen ist. Und zwar hatte der Alex noch geschrieben, dass er sich bedankt dafür, dass wir den Podcast 8082 über Drüben vorgestellt hatten. Das ist ja ein Projekt, das er zusammen mit dem Danny macht. Und er hat dann sich nochmal bedankt dafür. Mit unserem Podcast 8082 haben wir ein Herzensthema in die Öffentlichkeit gebracht. Umso schöner ist es, wenn es Widerhall bekommt. Ja, genau. Das ist doch prima. Dankeschön, Alexander. Ja, dankeschön, Alex für die Rückmeldung. Dankeschön, Lars, dafür, dass du es auf die Schnelle noch eben rausgesucht hast und meinen Fauxpas damit wieder ausgemerzt hast. Super. Da ist noch einer, ne? Da ist noch einer. Wo? Ja, da, wo ich dir den anderen. Ach, auch der und hab. Den hier. Ja, okay, ich habe nur den einen geklickt. Moment. Hallo, Gärtner. Okay. Ja, das ist so klein hier. Muss man wieder ein bisschen groß machen. Ja, den hatte ich letztes Mal zurückgestellt, weil er ja da schreibt, 2 Gedanken, nicht zu dieser, aber vielleicht zu der nächsten Sendung. Gut, Hörer Okeo schreibt, 1, wer auch Holgis Ferngespräche vermisst, könnte ich die Hans-Jessen-Show, deine Politik-Sprechstunde von Jung und Naiv als Ersatz, vermutlich heißt das Verb vorschlagen, das steht da nicht. Vielleicht mögt ihr das als Blütenschatz mal propagieren. Ist jetzt nicht als Blütenschatz, sondern naja, als in der Ernterunde hier. Also Hans-Jessen-Show, deine Politik-Sprechstunde von Jung und Naiv. Und zweitens bin ich eigentlich der Einzige, der es extrem unbequem findet, alte Podcasts aufzuholen. Wenn ich bei euch zum Beispiel einen schon lange existierenden Podcast kennenlerne, würde ich manchmal nicht nur die neuen, sondern auch die alten Ausgaben hören, will sie aber nicht manuell und en bloc in meine Abspielliste laden. Gibt es irgendwas wie Refeed, einen Dienst, der einen RSS-Feed nimmt und das Datum um einen festen Wert, zum Beispiel 2 Jahre, verschiebt? So könnte man die alten Sendungen in seine aktuelle Liste immer eingestreut bekommen. Oder gibt es Podcatcher, die das ermöglichen? Danke für eure Gartenarbeit. Mäh. Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, ob es solche Podcatcher gibt. Ich habe mal einen Podcast nachgehört, habe ich das tatsächlich alles händisch gemacht. Weiß das einer von euch? Bastian, hast du eine Idee, wie man sowas machen könnte? Nee, also ich habe
dieses Feature auch noch nirgends gesehen, dass man das besser kontrollieren kann. Problematisch ist ja auch manchmal auch, wenn das Page Feed Feature nicht funktioniert, dann bei ganz langen Feeds hat man ja das andere Problem, dass man gar nicht an die ganz alten Folgen so einfach wieder rankommt. Ja. Ich weiß da ja, leider auch nicht. Wenn wir jetzt die Wikigeeks nachgucken wollten, nachhören wollten, ja, müssten wir auch händisch, ne? Ja, das, damit kann der Sendegarten leider nicht liefern, da dienen eine Lösung für das Problem. Aber vielleicht Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, die vielleicht weit mehr wissen als wir. Vielleicht also können wir jemanden zu einem Füt-Roulette anstoßen oder so. History Füt. Füt-Roulette. Das klingt so nach einer Dating-Plattform. Ja, noch lachst du. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Hier schreibt Sofa-Reporter im Chat, vielleicht im Podcatcher eine eigene Playlist anlegen, wo dann nur die... Ja, aber es geht wohl um die Reihenfolge, habe ich so herausgehört. Ne? Das, quasi die älteste... Oh. Ja, Lars, bitte. Ich habe so verstanden, dass wenn du dann halt angenommen, du willst, ich sag mal, min korrekt nachhören, dass du dann sagst, okay, ich stelle die Geschichte irgendwie so ein, dass morgen quasi Folge 1 mir als neue Folge angezeigt wird und dann tauchen die meinetwegen in einem bestimmten Rhythmus wieder auf oder man versetzt halt alle um 2 Jahre oder um Betrag X. Witzigerweise, ich stelle mir das eigentlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert vor, weil man ändert man schmeißt es in ein Skript und dieses Skript passt das raus, nimmt das Datumsfeld, das sind da so manipuliert das etwas und schmeißt einfach eine neue XML-Daten raus mit den geänderten Dingern. Pagination, wie Sebastian sagte, könnte ein Problem sein, aber ansonsten so dieses Verschieben des Datums wäre eigentlich jetzt nicht so der große Akt. Also der Chat schlägt vor Füstory. Vielleicht könnte man Füstory als Name für das Projekt. Ja, ja, Punkt Audio oder sowas mal registrieren dafür und der Lars zaubert ein Skript. Aber fehlt da nicht ein D? Heißt das nicht Füstory? Story? Ja, das ist ja von History und das ist ja dann Füstory. Ach ja, das, okay, danke. Das D ist stumm. Witzig, weil... Erklärt mir ruhig die Witze. Ich brauche das. Bitte. Danke, danke. Das D ist stumm gesprochen, ja. Verstehe. Ja, das hängt als Punkt D hinten dran. Besser wird's heute nicht. Genau, es ist nach hinten verlagert. Sehr gut. Füstery. Füstery, da war doch was. Also die Unterzeile ist, da war doch was. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja. Willkommen in der Kreativwerkstatt. Dumme Ideen für den Groschen. So, danke auch fürs Raussuchen des zweiten Kommentars, Lars. Jetzt haben wir aber wirklich alles, glaube ich, zusammen. Jetzt können wir endlich mal in die Gegenwart kommen. Und zwar besteht die Gegenwart aus der Gästin auf der Gartenbank. Da kommen wir jetzt hin. Und ich begrüße nochmal ganz herzlich die Claudia. Wir nennen sie Wortkomplex, oder sie nennt sich selber Wortkomplex. Ein Aliasname, der nahelegt, dass du viel mit Worten zu tun hast, dass du eine Rednerin bist. Bist du das? Eher mit Schreiben. Also das ist tatsächlich aus einer Zeit geboren, der Name. Also erst nochmal ein Hallo auch von mir. Und, das kam, als ich studiert habe und angefangen hatte zu bloggen, also ganz, ganz, ganz früher. Übrigens mein erstes Seminar, das ich belegt habe in Medienkommunikationswissenschaften, damals hieß Menschenmonster-Mutation. Nee, nicht Mutation, Menschenmonster, doch Mutation, ja. Ja, willkommen im History, Fistory. Wisst ihr, wer das angeboten hat? Der Ralf. Nee. Doch. Ach, nein. Du hast dich in deinen Dozenten verliebt? Jetzt so war die Geschichte nicht. Ach, schade. Sondern? Da hab ich schon nicht mehr studiert. Ach so. Nein, aber da haben wir uns tatsächlich kennengelernt damals. Also,
Das hat dann aber sehr lange gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Über Umwege. Das wäre ja auch sonst langweilig. Genau. Ach, da könnte man doch was draus machen. Wege. Der Podcast. Okay, also Ralf Stockmann, also wie gesagt, nachdem er ein Headset benannt ist und der auch sonst mit allerlei Tests und Mikrofonempfehlungen und vor allen Dingen aber mit Studio-Link, ja, guten Tag. Herr Rützler bringt alle Projekte durcheinander. Wie heißt das? Wie heißt es denn? Ultraschall. Mein Gott, es steht doch hier das Wort vor mir. mit dem Projekt Ultraschall immer wieder uns in der Podcast-Szene so Freude macht. Nicht nur er alleine, aber er ist im Prinzip das Gesicht von der ganzen Truppe, die da entwickelt. Und er stellt sich ja auch immer wieder gerne oder setzt sich oder lässt sich filmen oder filmt sich selber und stellt halt diese entsprechenden Dinge dar. Der ist vielleicht ein bisschen bekannter, aber du bist eigentlich diejenige, die ihn dazu gebracht hat. Das hatten wir, glaube ich, eingangs ja schon geklärt. Ist doch so. Oder ist das jetzt auch so eine stimmt gar nicht Geschichte? Nee, das stimmt schon in der Tat so. Also ich habe damals eben mit den Wikigeeks, da habe ich mich in Göttingen quasi eingeschlichen in diese den schon bestehenden Podcast damals, den gab es da so ein paar Folgen und kam irgendwann Ralf dazu. Und das war dann so das eine Podcast-Projekt, was wir gemacht haben. Das aber viel, glaube ich, wichtigere, was wir gemacht haben, wo mich dann vielleicht mehr Leute noch von kennen, sind eben ist das Sendezentrum. Und die ganzen damit verbundenen Dinge, also sprich die damals Podlove Podcaster Workshops, später in die Subscribe, die Sendezentren beim Chaos Communication Congress bei der Republika, die wir gemacht haben und dann eben auch das Sendegate, also das Forum, das wir ins Leben gerufen haben. Da war ich durchaus überaus mal sehr aktiv. Ich hatte das ja vorher schon mal kurz rausgestellt. Ich bin dann einfach ein bisschen in Elternzeit gegangen und hat halt gerade Priorität. Und die Claudia, also die jetzt auch hier mit drin ist, die hat ja dann ein bisschen meinen Part übernommen bei der Subscribe. Ja, aber nur ein ganz, ganz bisschen. Also ein Bruchteilstil davon. Naja, aber also ohne dich hätte es da auch nicht geklappt dann. Ah, also da gab es ja noch andere sehr fleißige Menschen, also die. Es gibt immer sehr viele sehr fleißige Menschen. Also das ist sowieso so ein Ding, ne? Also man steht da nie irgendwie alleine und macht das alleine, das ist einfach nicht, weil diese Sachen sind einfach viel zu groß geworden und viel zu wuchtig und dass man da noch irgendwie was alleine machen könnte. Also so war es jedenfalls, als ich dann so ein bisschen rausgegangen bin. Und da sind ja immer also ganze Teams, die dahinter stehen, die das gemacht haben, ganz viele Helfer und Freiwillige und ohne geht's einfach nicht. Und dadurch zeichnet sich aber auch diese ganze Community, also auch im Sendegate etwas aus, dass eben jeder jedem hilft und man eben so ein nettes Miteinander auch hat. Und da dann eben auch coole Sachen draus entstehen. Ja, aber es braucht doch immer so ein bisschen so Menschen, die dann in besonderer Art und Weise die Zügel in die Hand nehmen. Und so habe ich dich eigentlich kennengelernt. Also durchaus, ich überlegte gerade den Begriff Respektsperson, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass du gerade bei den PPW, also bei den Podlove Podcaster Workshops, die Vorläufer von der Subscribe, die zum Beispiel in der bei der Wikidata oder Wiki, wo waren wir denn da? In den Räumen stattgefunden. Dass du Wikimedia da, meinst du? Wikimedia, dankeschön. Danke, Wikimedia in Berlin. Dass du da als Gastgeberin sehr bestimmt Regeln definiert hast. In sehr schön, also ich mochte deine Vorträge immer gerne, weil du meistens so Fotos als Folien benutzt hast, so sprechende Bilder. Nach dem Motto, der Müll gehört hier. Und rauchen dürfte nur da und ich weiß nicht, also das war wirklich eine klare Ansage und ja, charmant, aber klar, ich weiß, was du meinst. Also wirklich, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das waren ja, also danke dafür, das waren ja immer, also wir waren ja immer zu Gast, ne? Wir hatten ja zuerst diesen Coworking Space in der Adalbertstraße, dann hatten wir dann Wikimedia und dann eben den BR am Ende und wir waren immer zu Gast und wir haben dann eben auch immer, also die Regeln habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das sind ja quasi die Hausregeln. Und wenn du halt dann so ein Event hast, wo auch mehr Leute da sind, wo
also es war ja nie etwas, wo wir sozusagen Personal hatten, ja, wo irgendwie Leute sich um Saubermachen gekümmert haben oder dass keine Gläser rumstehen, dass irgendwie eine Bar ausgeschenkt wird, sondern es war ja alles von der Community für die Community. Ne? Also es waren eigentlich eine Art Barcamp, aber halt nur ein bisschen anders organisiert. Und deswegen standen wir da schon immer so vor der Herausforderung, wie wir da jetzt unsere Hosts, ja, Hosts ist vielleicht der falsche Begriff, aber wie wir jedenfalls diejenigen, die so freundlich waren, uns diese Räume zur Verfügung zu stellen, zufriedenstellen, dass die uns auch ja wieder einladen oder da wir wieder diese Räumlichkeiten nutzen dürfen. Und auf der anderen Seite das eben zu einem schönen, flauschigen Event machen, an dem alle Spaß haben. Und deswegen hatte ich da immer so ein bisschen diesen Part, der Claudia guckt streng, gab es dann ja auch mal so ein Foto. Ja, genau. Das Wort gab es doch, richtig, richtig. Claudia, ja, und guckt streng. Das war da so ein bisschen mein Part dann tatsächlich, dass das so, sich ein bisschen schwarzer Peter hatte ich da vielleicht dann auch immer, weil ich da halt auch immer diejenigen war, die meckern mussten. Ja, das ist zu, nee, das ist zu negativ. Das, aber du, ja, erzähl das mal. Aber ich habe halt auch, das war halt meine Rolle dann einfach, dass ich versucht habe, dass der Rahmen stimmt, damit die Inhalte wachsen können. Also so würde ich das vielleicht definieren. Interessanterweise, du hast ja im Grunde, wenn du solche Hausregeln mitgeteilt hast, hast du ja jetzt keine, also es war ja nicht wirklich neu, ne? Nach dem Motto, bring dein schmutziges Geschirr wieder zurück, rauche nicht überall, sondern benutze das und gib Karten und was weiß ich. Also so Do's and Don'ts, wo man durchaus ja sagen könnte, mein Gott, weiß doch eigentlich jeder. Braucht man gar nicht zu erwähnen, wird sich schon ergeben. Aber passiert eben genau nicht. Es braucht tatsächlich jemand, der sich hinstellt und sagt, Leute, das sind die Regeln, ihr kennt sie alle, aber haltet euch bitte auch dran. Und wenn nicht, dann gucke ich böse. So, ja, das ist natürlich eher so eine vielleicht schwarzer Peter-Rolle, aber das eben auch durchzuziehen, also das war sehr weitsichtig, finde ich. Denn ich habe so den Eindruck, das ist auch keine einfache Rolle. Das ist immer so ein bisschen, eine unangenehme Rolle. Und die hast du aber trotzdem irgendwie mit Charme aufgelöst. Also das hast du töfte gemacht, finde ich. Dankeschön. Vielleicht kann ich es ja auch mal irgendwann wieder machen. Habe ich das nicht in der vorletzten Sendung? Habe ich nicht über den Simon Dückert, der das Sendezentrum jetzt hier über der RC3 so vorangetrieben hat. Da hatte ich doch auch erwähnt, dass er derjenige ist, der den Leuten vor Schienbein tritt, so wie das damals die Claudia gemacht hat. Ich glaube, da fiel mir das wieder ein. Dass du auch so ein, das war auch so ein Bild, was man dir angehängt hatte, ne? Der Schienbeintreter irgendwie auf eine freundliche Art. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nicht kann sein. Du brauchst halt immer Leute, die auch so ein bisschen schieben und drängeln und auch mal für Ordnung sorgen und Dinge voranbringen auf eine gute Art und Weise und nicht so alles sich selbst überlassen. Obwohl wir ja eigentlich, das ist ja das Ideal, ne? Jeder ist von innen heraus gesteuert, ein guter Mensch, aber dann schlampen wir halt doch und lassen unser Geschirr hier, da liegen und so. Naja, das Ding ist, glaube ich, einfach so, was ich gerade schon gesagt habe, also es muss halt irgendwann, also für solche Events, für Barcamps, für sowas wie die Subscribe, für auch sowas wie dann so ein Sendezentrum, also oder so eine Assembly auf dem Kongress, muss es halt einen Rahmen geben einfach, also finde ich jedenfalls, innerhalb dem sich dann auch Kreativität entwickeln kann, ne? Also das muss ja schon ein bisschen geplant sein, ein bisschen organisiert sein, damit ja einfach nicht irgendwelche blöden Sachen in den Weg kommen, an denen es dann scheitert, an denen man sich dann vielleicht zerstreitet, an denen irgendwie dann Räumlichkeiten fehlen, an denen irgendwie Inventar fehlt, an denen irgendwie Infrastruktur fehlt. Ja, also das sind ja so Dinge, also wenn dann solche Rahmenbedingungen gegeben sind und jeder sich wohlfühlen kann und jeder seinen Platz da auch finden kann, dann kann man auch gemeinsam viel kreativer sein und kann viel besser sich
den Dingen widmen, um die es eigentlich geht. Und das war halt so ein bisschen der Hintergrund der ganzen Sache. Und Tim und Ralf waren, also Tim Pritloff und eben Ralf, mein Mann, waren da ja immer mit dabei noch in dem Team, also in dem Kernteam. Und dann eben, wie Claudia ja auch schon gesagt hatte, man steht da ja dann nicht alleine so als diese Leute, sondern das waren dann eben auch alle Leute, die da waren, die mitgeholfen haben. Jeder hat irgendwas gemacht, jeder hat irgendwas beigetragen. Und davon haben diese Events ja auch gelebt, ne? Oder leben immer noch davon. Also es war jetzt eben auch auf der RC3 und auch davor gab es ja auch bei den Kongressen Sendezentren. Da ist einfach so eine tolle Bereitschaft immer da, dass jeder was beiträgt, dass jeder was macht. Das habe ich immer sehr genossen. Mhm. Was war denn deine innere Motivation, dich da in den Orga-Kreis zu begeben? Wohl wissend, dass das viel Arbeit ist und vielleicht die ein oder andere schlaflose Nacht bringt. Ich hatte da einfach irgendwie Lust zu. Also ich war da zu einem Zeitpunkt einfach an einem Ort, wo sich das ergeben hat. Und ich dachte so, ja, das ist meins. Also so mich da in diese Orga reinzuknien und das zu machen. Also diese Event-Orga, das Community-Management da so ein bisschen voranzutreiben. Das hat mir einfach zu dem Zeitpunkt, hatte ich die Möglichkeit dazu, die habe ich ergriffen und das hat dann viel Spaß gemacht und das habe ich dann weitergemacht. Und irgendwann war dann so einerseits ein bisschen der Akku alle, das war das eine und zum anderen kamen dann eben Kind 1 und dann irgendwann auch Kind 2 und das zieht natürlich auch noch mehr am Akku und das hat sich dann irgendwann nicht mehr gut vertragen. Genau, und die werden jetzt aber auch größer, sie schlafen besser manchmal. Hast du denn immer mal so einen Blick auf diese Community mit ihren ganzen unscharfen Rändern? Wenn ich Community sage, weiß ich selber nicht so ganz genau, was das, wo die Grenzen eigentlich sind, wo es anfängt. Ne? Ja, das ist und es wird, glaube ich, im Laufe der Zeit immer unschärfer, weil da immer wieder neue dazukommen, aber nicht mehr mit diesem, wir sind so eine verschworene Gemeinschaft und wir machen irgendwas, was kaum jemand kennt oder so, sondern das ist ja jetzt so mainstreamig, das ist ja irgendwie, weiß man ja gar nicht mehr, wo man hinguckt und aufhören soll. Letztens noch irgendwo in so einem Vorabendkrimi, da kam das Wort Podcast drin vor, weil der Sohn dann irgendwie immer in seinem Zimmer saß und Podcast hörte, das geht doch nicht, sagte die Mutter, wo ich dann auch dachte, ja, mainstreamiger wird es jetzt wirklich nicht mehr, als wenn das jetzt hier in so einer Geschichte auftaucht. Hast du denn trotzdem immer nur noch so einen Blick dahin oder hast du jetzt quasi 5 Jahre oder so wie lange jetzt auch immer gesagt, so ich mache jetzt mal ganz anders, ich ziehe mich ganz raus, so eine Art, wie nennt man das, Sabbatical oder so, ich ziehe mich ganz raus. Nee, ich nenne es ja Elternzeit einfach, ne? Also ich kriege ja einfach durch Ralf auch sehr viel mit, der das Ultraschall programmiert. Das muss ich aber auch ganz klar sagen, dadurch, dass er so viel Ultraschall programmieren kann und da so viel Zeit reinstecken kann, geht natürlich bei meiner Zeit wieder was ab, ne? Weil das ist dann ja Zeit, die er hier nicht in Care-Arbeit, in Mental Load oder in sonstiges rein investieren kann. Das ist halt auch so ein bisschen unser Deal gerade. Er macht das ist gerade sein Hobbyprojekt und dafür stecke ich dann aber halt auch an anderen Stellen ein bisschen zurück. Und klar kriege ich da jetzt noch viel mit. Ich kriege auch mit, was im Sendegate los ist. Ich gucke da auch manchmal rein. Ich kriege mit, was so gerade in der Podcast-Szene, also es gibt ja auch nicht die, ne, aber was da halt auch gerade los ist. Gerade heute habe ich wieder gelesen von Henning Krause diesen sehr traurigen Thread, wo er über seine Karriere in der Wissenschaftskommunikation und gerade im Wissenschaftspodcast mal so Buch führt, wann in welchem Jahr er eigentlich was gemacht hat und jetzt sind wir in 2021 angekommen und ich habe es auch neulich gesehen in der Uni Göttingen, also es werden Wissenschaftspodcasts gelauncht, die auf furchtbaren Webseiten sind und dann nur auf Spotify noch veröffentlicht werden und das hätte er doch jetzt nicht gewollt und da hätte er doch eigentlich sehr lange dagegen gearbeitet und was hätte er falsch gemacht, das lasse ich wirklich so ein bisschen traurig und resigniert. Das kriege ich natürlich auch schon alles mit, was da gerade passiert, ne? Und das war ja auch schon immer so Kampf ist falsch, aber es war ja schon immer so ein Gegensatz zwischen dieser freien Szene, der freien Community und dann der extremen Professionalisierung, Plattformisierung auf der anderen Seite. Das hat sich natürlich weiterentwickelt und da ist natürlich wahnsinnig viel Geld reingeflossen. Und wenn ich da jetzt mal irgendwo wieder einsteige, richtig, sei es ins wirklich Podcasting, also Ralf und ich haben ja sehr viele Ideen, was wir machen könnten. Uns fehlt halt nur ein bisschen die Zeit dafür. Anfangsmelodie habt ihr, glaube ich, schon.
ne? Oder wie heißt das? Ja, so? wir haben auch tatsächlich schon, also Ralf hat Folgen sogar schon. Ich weiß nicht, ob man die jetzt nochmal veröffentlichen kann. Schön, aber, schön. Also an Ideen hapert es nicht, es ist halt wirklich so ein Zeitfaktor, ne? Also es ist in so eine Vorbereitung, in eine Nachbereitung, wenn man es wirklich ordentlich machen will, fließt einfach viel Zeit rein, das muss ich keinem von euch erzählen. Und dann aber auch wie man jetzt eben mit einem Podcast sich da positionieren kann vernünftig, wie man dann auch ein Event wieder größer aufziehen könnte, das müsste man jetzt glaube ich 2021 nochmal anders durchdenken, auf jeden Fall, weil sich da die Szene wirklich sehr so rotiert hat und eine Richtung entwickelt hat. Kann man jetzt mit einverstanden sein oder nicht. Also Podcasts sind halt groß und Mainstream und wie du schon gesagt hast und eigentlich jeder und seine Oma macht einen mittlerweile und das muss man halt. Du kommst einem vor, ja. Und, aber ist ja auch gut, ich meine, da wollten wir ja eigentlich hin, ne? Also von daher, wir haben ja immer gesagt, es wäre ja schön, wenn wenn jeder die Möglichkeit hat, so etwas aufzunehmen, seine Gedanken zu teilen und für jedes Format ist Platz und für jede Meinung ist, also fast jede Meinung, ist Platz. Ja. Und genau. Das ist ja eigentlich genau da, wo man hin wollte. Ob man jetzt unbedingt das mit Spotify und mit allem möglichen anderen Kram dann auch wollte, mit Audible, das sei mal dahingestellt. Aber ich meine, gehört dann halt auch irgendwie dazu. Hm. Wobei ja, du der hast Vorteil recht. Natürlich Claudia, ist also auch gerade bei so Sachen wie Anchor, und ich sage an dieser Stelle, ich bin absolut kein Freund davon. Aber da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten bei der Podcast-Buch-Launch-Folge mit dem Jörn Schaar, der dann auch sagt, der empfiehlt tatsächlich Podcast-AnfängerInnen gelegentlich sogar Anchor, weil es halt einfach so unglaublich einfach ist. So reinreden, draufdrücken, es macht ein RSS-Feed, es ist draußen. Und ich muss echt zugeben, sowas würde ich mir echt wünschen. Dann würde ich wahrscheinlich auch wieder deutlich mehr podcasten, weil, ne, was gerade was du auch sagtest, die Sache mit dieser Vorbereitung, Nachbereitung, Shownotes machen, Kapitelmarken etc. pp., das dauert halt einfach. Ja, du musst halt auch technisch, also das was bei mir zum Beispiel ein Punkt. Ich bin einfach so raus aus der ganzen Technik. Also wie muss ich jetzt alles einstellen? Wie funktioniert das Routing oder funktioniert es nicht? Ja, das hätte ich mich erstmal wieder einarbeiten müssen. Da musst du ja auch die ganze Zeit auf dem Laufenden sein. Und klar, wenn du dann so eine einfache Möglichkeit hast, und das können wir ja vielleicht gleich aus Überleitung dann auch zu Clubhouse nehmen, weil das bietet ja genau so einen einfachen Einstieg in Audio, auch wenn es kein Podcasting ist. Das ist natürlich ein massiver Vorteil, ja. Aber mir kam ja zugute, dass Sebastian just heute seinen StudioLink Web-Teil, WebKit, wie heißt das, Sebastian? QuickWeb. Also StudioLink QuickWeb. Wir werden noch viel davon hören. Also, dass er das genau heute gelauncht hat, weil ich musste jetzt wirklich nur noch auf zwei Knöpfe drücken und das war es eigentlich. Ne? Also ich habe, Sebastian hat mir eine URL geschickt und damit bin ich gleich in der richtigen Sendung gelandet. Ich musste hier nur noch auswählen, welches Mikrofon gemacht wird, noch einen Namen eingeben, kann eine Spur lokal aufnehmen, mitlaufen lassen und kann hier mit euch reden und fertig. Also da braucht es nichts mehr, was man irgendwie runterladen und installieren muss. Da braucht es nichts, was man hier irgendwie groß anschließen, installieren, sonst was muss. Es ist wirklich, also viel einfacher geht es, glaube ich, dann auch gar nicht mehr. Also jedenfalls für das Teilnehmen. Klar, wenn du es dann produzierst, sind nochmal andere Sachen damit verbunden. Ja. Aber Sebastian, magst du, erzähl doch vielleicht du noch kurz was dazu. Achso, wir haben das nachher im Querbeet, deswegen, also. Achso, okay, Entschuldigung, ich wollte nicht. Kein Problem. Gelegenheit ist gerade günstig, komm, erzähl doch. Achso, ja, dann, genau, heute ja, habe ich QuickWeb. Ja. Merkst du nicht, wie Claudia die Moderation an sich zieht? Ich finde das großartig. Ich genieße das gerade sehr. Mach mal. Ich probiere mich mal. Ich hab das halt gestern im Clubhaus trainiert. Aha. Okay. Du bist also quasi in die Hülle des Löwen gegangen. Okay. Glaub, ja, natürlich. Ja, genau. Also wie Claudia das eben schon beschrieben hat, eigentlich wunderbar, dass ja, es soll so einfach wie möglich, drei Schritte eigentlich, also klar, ist immer die Frage, wie man die Schritte aufteilt, wenn man sagt, man ruft den Browser aus, das ist Schritt 1, dann kommt man mit drei Schritten auch nicht mehr hin, aber
Es soll so einfach wie möglich sein, dass man halt wirklich einen Link verschickt. Der ist auch für alle Personen gleich, weil man den Namen einfach direkt eintragen kann. Und dann, wenn man den Anruf empfängt, dann sieht man auch den Namen, der gewählt wurde, sodass man die Person dann auch zuordnen kann, wer da gerade anruft. Und ja, vom Handling also kann man jederzeit diese URL rausgeben und einfach nur noch sagen, zu dem Zeitpunkt ruft das auf und dann wählst du dich einfach ein. Kostenlos ist das leider nicht. Also das fängt ab 5 € im Monat an. Das gehört also zu den kostenpflichtigen Funktionen an den Paketen. Unterstützt allerdings auch zum Beispiel iOS und Android zum größten Teil, denke ich. Da muss man einfach noch ein bisschen stärker testen. Also Mobiltelefone sind da immer ein bisschen schwieriger. Insbesondere ältere Versionen können da problematisch sein, aber im Prinzip sollte es dort auch funktionieren. Und dann braucht es noch eine neue Beta-Version von den Standalone- und Plugin-Varianten. Wir verlinken dann später einfach wieder den Link zum Sendegate, beziehungsweise wenn man jetzt im Sendegate guckt oder auf mein Twitter-Profil, findet man da auch den Beitrag. Oder auf der Seite halt unter den Beta-Versionen mal guckt, da findet man die dann auch. Die braucht es, das heißt also da auf der Host-Seite muss man also zwingend da jetzt einmal ein Update machen, aber die anderen Teilnehmerinnen, also wenn jetzt andere noch per Standalone oder Plugin Ultraschall hinzugeschaltet sind, die brauchen das nicht. Also das ist jetzt wirklich nur für die Person, die den Quick Web empfangen möchte. Das sind eigentlich so in Kürze die Sachen dazu. Kann das mit Firewalls umgehen? Also in großen Organisationen sind ja manche Sachen irgendwie so beschränkt. Ich kann mich erinnern, dass ich von der Uni, von uns, irgendwie, da konnte ich glaube ich nicht Studio Link machen oder also irgendwo, oder damals das alte, was wir da gemacht haben. Jedenfalls von da aus ging es nicht. Ja, dann habe ich mich immer gefragt, warum geht denn Skype? Und dann haben die gesagt, ja, die haben da irgendwas so ja. Magie eingebaut. Das frisst sich überall durch. Frisst sich QuickWeb auch überall durch? Da fehlen vielleicht noch 1-2 Stellschrauben, könnte aber jetzt auch schon etwas besser funktionieren. Also gerade da, wo zum Beispiel solche Proxy-Einstellungen notwendig sind, die gibt es halt in der Standalone so nicht als Möglichkeit zu hinterlegen. Also wenn da jetzt irgendwie nochmal so eine Firewall mit besonderen Einstellungen, dass man überhaupt ins Web kommt, dahinter ist. Also bei sehr restriktiven Netzwerken ist das ja meistens der Fall. Da könnte das dann im Browser, weil der schon freigegeben ist, vermutlich besser funktionieren. Aber da muss ich selber noch ein bisschen testen, also weil da verwendet auch jede Firma was anderes und das ist dann auch immer schwierig, das dann zu umgehen, weil eigentlich, wenn man es in schön haben möchte, dann will man das nicht umgehen müssen. Ich glaube, heute ist sogar irgendwie ein Sicherheitslücke rausgekommen, dass man quasi aufgrund dieser ganzen NAT-Geschichte auch durchaus in der Lage ist, hinter Firewalls zu schauen. Ich habe mir den technischen Detail gerade noch nicht genauer anschauen können, aber das zeigt, wie kaputt das eigentlich ist, das Internet an der Stelle. Und dass es eigentlich keine guten Ideen sind. Aber ja, ich kriege es auch mittlerweile häufiger, wir sind in einem Firmennetz, wir möchten das gerne einsetzen, aber es funktioniert halt nicht, weil wir können nicht jedes Mal jeden Client freischalten lassen. Das ist halt zu viel Aufwand und ja, da muss man halt Wege drumherum finden. Und ich denke, QuickWeb könnte da eine gute Möglichkeit sein, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist, weil dann fällt schon mal dieser Punkt mit dem Download und dem Ausführen weg. Und dass es eine eigene Software ist, die dann auch noch freigegeben werden muss, gegebenenfalls. Also potenziell ja. Das heißt, die ganze Audioverarbeitung läuft dann im Browser. Der Browser ist also so, das machen wir ja bei anderen Dingen ja auch. Ne? Hier, was nennen wir denn da, so Skype und Zoom und so, passiert das ja auch. Aber ja, klar, also du brauchst nichts anderes, nur noch deinen Browser. Genau, und ein Headset, also das ist nach wie vor so. Ich habe die Einstellung jetzt auch so gesetzt, dass man zwingend eigentlich weiterhin ein gutes, also was heißt gutes, halt ein Headset braucht. Also man kann jetzt nicht mit dem offenen Laptop telefonieren, das dürfte relativ schwierig werden. Mit Mobiltelefon geht es einigermaßen, weil die meistens schon selber diese Echo-Unterdrückung in Hardware machen, weil das ja einfach der Regelfall dort ist, dass das dort passieren kann. Und aber auch da werden
wenigstens so Kopfhörer, Apple-Kopfhörer oder was auch immer, irgendwelche In-Ear-Kopfhörer ganz gut, wenn man die dort nutzen kann. Das hilft meistens schon, die Qualität ein bisschen anzuheben, als wenn man jetzt nur so reinredet. Mhm. Toll. Frau Claudia Wortkomplex, warum hast du gerade gesagt, man wird von QuickWeb noch viel hören? Ich hoffe es zumindest. Also es ist natürlich wirklich eine Chance, ne? Also wo wir bisher immer gesagt haben, wo bisher immer gesagt wurde, naja, Studio Link muss man sich erst runterladen, irgendwie muss man es dann doch noch ein paar Einstellungen machen oder sowas. Es ist alles schon wieder zu kompliziert. Also diese Ausreden, die hat man jetzt einfach nicht mehr. Ne? Du kriegst einen Link zugeschickt, du klickst den Link und du machst da deine drei Knöpfe. Du kannst noch vorher einen Audiotest machen. Ich weiß gar nicht, ob der auch zwingend ist, Sebastian. Man muss nur Ja sagen, dass er bestanden ist. Also wenn man bestätigt, man hat sich selber gehört, dann ist er bestanden und also keine hohe Hürde. Sind Sie in der Lage, diesen Podcast aufzunehmen? Ja. Also das war es eigentlich auch schon. Dann habe ich noch einen Rec-Button, da drücke ich drauf, damit ich noch meine lokale Spur kriege. Dann fragt er mich noch, ob ich das jetzt auch wirklich runterladen will. Also es ist nichts mehr, wo man auch noch mit irgendwelchen Firmeneinstellungen, also was du auch gesagt hast, vielleicht noch in Konkurrenz kommt, weil man da jetzt irgendwie ein Admin-Passwort braucht oder sonst was. Also nichts mehr. Ja, du brauchst nur noch diesen Link und es läuft. Und das macht natürlich so eine Interviewsituation nochmal viel einfacher. Da kannst du nochmal mehr Leute ansprechen oder du kannst mehr Leute überzeugen. Ja, es ist ganz simpel, bitte nur auf diesen Link klicken. Sie schalten sich dann dazu. Das erweitert halt wieder den Kreis derjenigen, die du interviewen kannst. Ich denke, dass da schon nochmal eine Demokratisierung drin liegt, dass da nochmal eine Vereinfachung drin liegt, dann dass man eben so eine Hürde nicht mehr hat. Das mit den Headsets ist jetzt natürlich noch so ein Ding, also das wäre jetzt immer noch was, kann man nicht auch einfach Apple In-Ears nutzen, genau, sonst irgendwas, genau. Also wenn die reichen, dann hat man es erreicht. Wenn man sich vorher Ralfs Ausführungen, welche Headsets jetzt geeignet sind für was und in welcher Kombination noch reinziehen muss, dann wird es schon wieder schwieriger. Also ich schätze seine Arbeit da sehr, aber es ist natürlich auch wieder viel, was man sich drauf schaffen muss und wo man sich mit auseinandersetzen muss. Und genau dieses Auseinandersetzen, das wirst du ja weghaben, ne? Und das ist genau hier der Fall. Also du machst einfach nur noch fertig. Ich habe das von Sebastian so verstanden, Headset ist ein Synonym für, ich mache keine Echo-Unterdrückung. Das heißt, ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Signal, was ankommt, nicht auch gleich wieder ins Mikrofon reingeht. Ob das jetzt ein Headset ist oder so ein eingesteckter Kopfhörer oder einfach nur diese Schnipseldinger, die man sich ins Ohr tut, an so einer langen Strippe. Also es muss jetzt kein besonders gutes Headset sein, so habe ich dich jedenfalls verstanden, oder? Genau, richtig. Da geht es einfach nur um die technische Geschichte, dass man das halt ausschließt. Aber da sollten die meisten, glaube ich, jetzt durch die Pandemie, glaube ich, auch schon ganz gut trainiert worden sein. Ja. Meinst du nicht? Das glaube ich nicht. Nein. Nee, es ist immer noch, gerade auch in den öffentlichen, also in den Medien, Tagesschau oder so, dann schreien die da in ihre Laptops rein, wo ich auch denke, Leute, also bitte, also das verstehe ich wirklich nicht. Also Rundfunktechniker der alten Schule, denen müssten ja eigentlich die Haare zu Berge stehen. Egal. Aber wenn, also ich meine, wenn wirklich ein einfaches, wahrscheinlich reicht es ja dann sogar, wenn, es muss dann ja noch nicht mal irgendwie mit Sprache sein. Also es reicht dann ja eigentlich, wenn du einen Kopfhörer hast, oder? Genau, und also du kannst auch in den aufnehmen Laptop, kannst trotzdem. Genau, du kannst in den Laptop auch reinreden. Teilweise sind auch die, also je nach Laptop kommt es dann halt immer drauf an, ob das gut funktioniert. Man hat es ja bei Ralf gesehen, der ja aus Versehen auch schon einen. Da musste ich nämlich auch drin denken. Auf seinen Vortrag da aus Versehen über das interne Laptop-Mikro. Und ich habe es tatsächlich auch. Ich habe mich auch gewundert, warum die Nebengeräusche so laut sind. Aber ich fand jetzt die Qualität so. In Ordnung, also es war jetzt nicht super schlecht, also das war schon. Ihr seid bestimmt alle nur von der Katze eingelullt worden, die ganze Zeit geschnurrt hat. Das Katzenschnurren hat ja so eine bestimmte Frequenz, die so. Ich habe immer gedacht, oh, guck mal, das Mikrofon taugt wirklich was er da empfohlen hat. Ich habe das erst ja nicht geschnallt, dass das gar nicht das Ding war, was er testen wollte. Wäre also ein Feature für schlechte Aufnahmen, dass man einfach Katzenschnurren drüber legt und dann nimmt man nicht mehr wahr. Das mal auf Phonik vorschlagen. Das ist doch auch eine Möglichkeit, sonst eine Möglichkeit für dieses, wie hieß das nochmal, Komfortrauschen. Ja. Kannst du auch so ein Komfortschnurren machen. Mhm.
Genau, also Auphonic dann zukünftig die Option, diese Aufnahme ist nicht mehr zu retten, möchten ihr Katzenschnurren drüber legen. Großartig. Es gibt immer einen Hinderungsgrund, Claudia. Achso, bitte, willst du noch einen Gedanken zu Ende bringen? Dann spät erst. Nee, ich wollte aber nur also wirklich, so, also wir haben StudioLink QuickWeb und wir haben Kopfhörer und wir können ins interne Mikro reinsprechen. Also einfacher geht's doch nicht mehr, oder? Oder ins Telefon zum Beispiel auch, ja, genau. Telefon. Ja. Also ich gehe jetzt irgendwie von der Desktop-Situation immer aus, aber stimmt natürlich. Also mit dem Handy ist es ja sogar noch einfacher eigentlich. Ne? Also es ist auch vielleicht für, also ja, wir haben jetzt schon ein Jahr Pandemie und wir haben alle jetzt unsere Videokonferenzen schon nichts für Ausführungen hinter uns gebracht. Aber für manche ist es vielleicht dann von der Hemmschwelle wirklich nochmal niedriger, in ein Telefon reinzureden. Also für GästInnen ist das, glaube ich, mittlerweile das maximale Komfort Setup, was man da, glaube ich, erreichen kann. Also es ist jetzt für GästInnen ist das quasi, glaube ich, diese Anchor-Situation. Ne? Also reinreden, fertig. Da, genau, da brauchst du dann halt nicht mehr. Ne? Da hast du deine lokale Aufnahme gegebenenfalls für den Fall, dass ich gehe davon aus, dass beim Host dann trotzdem noch die Mehrspuraufnahme dann da ist, ne? Genau, richtig. Also genau. Für den Host fühlt sich das an, als wenn die Person einfach auch schon eine Standalone runtergeladen hat. Und also da ist kein Unterschied, außer dass da Quick Minus vor den Namen steht, damit man sieht, okay, das ist jetzt die Quick-Web-Variante. So kann man das auch ein bisschen auseinanderhalten, worüber, über welchen Kanal das jetzt erfolgt ist. Mhm. Großartig, ja. Was ich gerade schon sagen wollte, ein Aspekt steht aber wahrscheinlich einer weltumspannenden Nutzung im Wege, nämlich dass Sebastian sagt, das kann ich nicht kostenlos abgeben. Ich habe da will da auch ein bisschen Geld verdienen. Und es gibt ja nun auch kostenlos Angebote, die eben da Konkurrenz machen. Warum hat es trotzdem Sinn, Frau Wortkomplex? Ich kenne mich jetzt tatsächlich mit den kostenlosen Angeboten nicht so aus. Also Anchor wurde jetzt gerade genannt, aber du hast ja hier einfach auch eine hohe Qualität, die du geliefert bekommst auf der Hostseite. Eine einfache Bedienung auch auf der Hostseite, soweit ich mich noch erinnern kann. Und ich denke, dass das auch dann sein Geld einfach wert ist. Ja, ich glaube, meine Überleitung ist etwas verunglückt. Ich wollte tatsächlich zu Clubhouse wieder hin, denn das kostet doch, glaube ich, ich weiß nichts, oder? Ach so, aber das würde ich jetzt wirklich nicht für solche, also deswegen ist es vielleicht gescheiter, weil das würde ich gerade sagen, ist für Audiosituationen, ach Gott, nicht Audiosituationen, sondern sowas wie Live-Podcasting halte ich es im Moment für vollkommen ungeeignet. Aber okay, in der Tat. Sagen, ich hätte Äpfel und Birnen zusammengeworfen, ja, okay. In der Tat. Fangen wir nochmal neu an. Ja, warte, ich hab vielleicht noch einen Turn, weil Ralf und ich haben gerade, also vorher wirklich darüber gesprochen, ob Sebastian jetzt nicht mit noch ein paar Anpassungen an sein QuickWeb quasi ein dezentrales Clubhouse nachbauen könnte. Also sprich, man kann das dann für seinen Podcast quasi mit ähnlichen Funktionen nutzen. Also dass man eine Audience hat und eine Stage hat und da dann Fireplace. Relativ spontan genau, und dann relativ spontan bei eben StudioLink. Interaktive Audiobeteiligung schaffen kann. Ja. In der Tat, also dadurch, dass ich jetzt, ich habe das mit Clubhouse natürlich auch so ein bisschen verfolgt und fand das auch sehr interessant und diese Grundidee natürlich zu sagen, man hat prinzipiell eine Teilnahmemöglichkeit auch für die HörerInnen, also diesen Rückkanal, der immer sonst stumm bleiben muss, dass man den quasi durch so eine Möglichkeit hat, jemanden dann quasi auf die Bühne zu holen, auch während der Sendung, wenn jemand die Hand hebt, das fand ich schon sehr geschickt. Und wäre jetzt QuickWeb nicht schon, also wäre QuickWeb schon draußen gewesen, hätte ich den Proof of Concept, den ich im Kopf habe, schon dazu fertig. Aber tatsächlich, also wie du schon sagst, tatsächlich sind die grundlegenden Sachen erledigt. Ich mache noch ein, zwei Sachen und dann muss ich mal gucken, ob ich so ein Proof of Concept einfach mal rausgeben kann, dass das auch skaliert und dass das einigermaßen gut funktioniert. Weil als die Pandemie angefangen hat, da kam schon so die ersten Sachen an, so, ja, wir hätten jetzt gerne mal irgendwas, wo man auch irgendwie 50 oder 100 Personen in einem Raum hat oder, und meistens
die meisten sind ja eh passiv. Also 100 Personen sprechen, da können ja nicht gleichzeitig sprechen, sondern die meisten sind ja wirklich passiv an so einem Gespräch erstmal. Aber dann doch vielleicht irgendwie, dass jemand mal was sagen kann oder sowas oder Fragen gestellt werden können, interaktiver, das wäre halt so eine Option. Und der Gedanke ist schon eh recht lang und das würde eigentlich ganz gut zusammenpassen, diese beiden Konzepte, finde ich, sodass man das dann auf eine serverseitige Lösung hebt, weil, na, also 50, also mit den Internetanschlüssen in Deutschland ist es, glaube ich, schwierig, selber das zu hosten, zumindest zu Hause. Deswegen würde das dann so eine Cloud-Variante sein, wo das dann halt alles zusammenläuft. Also dann, ich nenne das ja immer so Zentrale, ne? Also der Host hat die Zentrale und die würde dann so ein bisschen ins Internet wandern, wo man sich dann auf dieser Cloud-Zentrale dann einwählen könnte und dann halt dieses Limit so ein bisschen wegfällt mit den schlechten Netzwerkverbindungen. Ja. Klingt aber tatsächlich total interessant dann, weil es das Ganze dann halt nochmal ein bisschen weiter wegbringt von, du bist halt im Zweifelsfall an deinen Rechner irgendwo gekettet, sondern also in Anführungsstrichen, sondern du kannst halt im Zweifelsfall auch mit 4, 5 Leuten über Europa verteilt halt dann eine Folge aufnehmen, selbst wenn du irgendwo draußen im Park sitzt oder so. Ja, oder Hotels, die dann meistens abends total überlastet sind und ganz schlimm. Ja. Stell dir vor, was das erst werden wird, wenn wir hier wieder rauskommen. Was meinst du, wie die dann erstmal überlastet sind alle? Wenn sie noch da sind. Oh mein Gott, Okay, das ist aber alles Zukunftsmusik und wird vielleicht noch kommen. Was aber schon da ist, ist dieses Clubhouse, von dem Claudia Wortkomplex ja gerade auch schon erzählt hat. Wir sollten vielleicht einmal für alle, die da noch nichts von gehört haben, kurz beschreiben, was das eigentlich ist. Ich kann es nicht, weil ich keine eigenen Erfahrungen habe. Claudia, magst du das vielleicht mal, weil du ja tatsächlich schon auch aktive Nutzerin gewesen bist, mal in kurzen Worten erklären, was das eigentlich ist? Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe lustigerweise von dem Ganzen auch vor ein paar Tagen, also vor 10 Tagen erst gehört. Das gibt es schon länger, Clubhouse. Das ist also ein Projekt, was so Anfang 2020 in die Wege geleitet wurde oder öffentlich wurde. Und ich habe dann mal gesucht und bin als erstes auf eine Projektmanagement-App gestoßen. Dachte mir so, naja, warum reden die jetzt hier alle über Projektmanagement? Und das ist es natürlich nicht, ne? Also es ist dann schon was anderes. Und zwar ist es eine Audio-only Social-Media-Plattform. Selber beschreiben das so mit Audio-Drop-In und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Also man kommt da halt rein und man geht halt von Raum zu Raum oder bleibt eben in einem Raum. Raum heißt immer, es gibt Hosts, Moderatoren, die diesen Raum eben eröffnet haben. Es gibt ein Podium, auf das eben Leute geholt werden können und von dem Leute auch wieder runtergehen können. Das ist alles sehr, sehr im Fluss immer. Und es gibt eben das Audience. Und dieses Podium, also diese Speakerinnen, ziehen sich eben aus der Audience heraus immer. Das ist also alles sehr interaktiv. Es ist alles sehr, sehr spontan. Also es gibt auch natürlich durchgeplante Formate schon, aber es ist auch spontan. Davon lebt das Ganze auch so ein bisschen, dass sich so Gespräche entwickeln, dass sich Expertentum herauskristallisiert aus der Audience und dann eben spricht und was beiträgt. Also das hat schon so einen gewissen Reiz, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Mhm. Da gibt es wirklich viel. So Beispiel, wenn du jetzt einen Podcast hast und es sind offene Fragen und du hast ja in dem Moment nur quasi dein Chat oder Twitter oder sonst irgendwas, also als Textkanal, wo dir jemand was reinreichen kann, das musst du sehen und eben auch verarbeiten in dem Moment und du kannst denjenigen nicht, der vielleicht Experte ist, dann nochmal zu Thema XYZ auch kurz was sagen lassen. Hier könntest du das halt und kommt aber wieder eben das Problem rein, dass es nicht so richtig für Podcast geeignet ist, kommen wir auch gleich zu. Aber das ist halt so ein Ansatz. Wie komme ich denn, also wenn da jetzt so ein Podium ist, da sitzen 3 Leute und diskutieren was und die sagen aber irgendwas Falsches und ich bin im Auditorium und ich würde dann sagen, das stimmt aber nicht beispielsweise oder da gab es doch gestern, was weiß ich, eine Richtigstellung oder irgendwas. Also ich will da irgendwas mitteilen, dann bin ich doch unhörbar. Oder hören die auf dem Podium alle? Wie ist das?
das ist genau diese Trennung, ne? Also der Podium kann gehört werden, alles drunter eben, also Audience halt nicht. Du hebst deine Hand. Also jeder hat eben die Möglichkeit, wie man es auch in Zoom hat, in anderen Möglichkeiten eben Handraising zu machen. Also Hand hochheben, okay. Sich bemerkbar machen. Ist tatsächlich momentan noch ein Problem vom Club, also nehme ich so wahr, neben ganz vielen anderen Problemen, dass es so einen Backkanal nicht gibt, wo man so mal kurz noch mit Moderatoren reden kann und oder mal was kurz tippen kann, da Moderatoren untereinander, ihr seid am Gender, ne? ich bin da noch nicht so gut drin, ModeratorInnen sich nochmal kurz untereinander verständigen können. Das finde ich fehlt schon, weil man kann auch als Moderatorin, kann man eben Leute aus dem Podium einfach hochziehen aufs Podium. Passiert auch gerne mal mit ein bisschen bekannteren Leuten, wenn die sich im Publikum befinden. Und Dasha Lobo muss dabei sein. Ja, Dunja Hayali war zum Beispiel so ein Beispiel. Wenn die dabei ist, dann wird die eigentlich regelmäßig irgendwie hochgezogen und soll sich zu Thema XYZ äußern, wo sie sich vielleicht auch gar nicht zu äußern will oder kann. Und da dann aber auch einfach mal zu sagen. Kann man den ablehnen? Kann man sagen, nein, ich will nicht auf die Bühne? Gibt's das? Nee, das kannst du tatsächlich nicht. Du kannst wieder runtergehen. Oh. Das sind ich aber kann genau nicht solche sagen, nein. Nee, das sind halt genau solche oh. Punkte. Und also jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich hab's. Naja, okay. Unter Vorbehalt, ne? Unter Vorbehalt der flüchtigen Kenntnisnahme erstmal, ja. Du kannst aber halt auch nicht dann einfach nur mal kurz schreiben, ah nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sondern du kannst halt nur wieder runtergehen. Also da mag sein, dass ich mich täusche, dass man es trotzdem ablehnen kann, aber auch selbst dann kannst du deine Ablehnung nicht begründen. Ne? Also du kannst halt nicht sagen, ah, ich liege eigentlich schon im Bett und wollte jetzt gar nicht mehr reden oder sowas. Das geht genau. Halt nicht. Ne? Der Hund ist raus, ja, was auch immer. Also das ist aber auch wirklich nur ein marginales Problem. Ja, und das ist ja wirklich leicht zu beheben, dass man so einen Backchannel noch irgendwo einfügt. Also viel gravierender sind halt die Probleme oder mal anders gesprochen, also mit Clubhouse ging es halt los, dass ich das auf Twitter, also so habe ich es jedenfalls dann mitbekommen, dass ich das auf Twitter sehr stark verbreitete an einem Sonntagnachmittag. Und davor war es schon auf Telegram-Gruppen unterwegs und hatte da schon eine gewisse Reichweite bekommen und halt auch schon eine gewisse Beschleunigung bekommen und ist dann mit voller Beschleunigung auf Twitter geknallt und da ging es dann nochmal fröhlich weiter. Ja, und es ist halt Invite-only. Man hat, wenn man neu dazukommt, 2 Invites, die man verteilen kann. Dazu auch gleich mehr. Man muss sich mit seiner Telefonnummer registrieren. Also es ist der Account ist an eine Telefonnummer gebunden, kann Vor- und Nachteile haben. Also meisten würden jetzt sagen, Nachteile überwiegen. Es ist aber halt auch ein Mechanismus, um Fake-Accounts zum Beispiel zu verhindern. Und man kann sich auch registrieren, ohne einen Invite schon bekommen zu haben. Das ist dann so ein bisschen der Umweg um die jetzt folgende Problematik. Nämlich, wenn man diese Invites verschickt, verschicken möchte, muss man sein Telefonbuch, seine Kontakte freigeben. Und es gibt keine Möglichkeit derzeit, auch von Apple-seitig nicht, dass man das irgendwie begrenzen kann. Also ich möchte jetzt nur den und den die Kontaktgruppe aus meinem Telefonbuch freigeben. Mhm. Und das ist die Seite. Und von Clubhouse aus gibt es nicht die Option, einfach nur eine Telefonnummer einzugeben. Wäre ja auch eine Option. Mhm. Ne? Sondern man muss immer gleich sein komplettes Telefonbuch-Kontakte hochladen. Also wenn man das nicht möchte, kann man keine anderen Leute einladen. Man kann das trotzdem nutzen. Also das kann man einfach ablehnen und nicht machen und dann ist auch gut. Wenn man sich registriert hat und dann eben mit seiner Telefonnummer im System auf der Warteliste ist, kriegen Leute, die schon so nett waren, ihr Telefonbuch hochzuladen, dann Ping, dass da jetzt jemand aus ihrem Telefonbuch ist und da auf einen Platz wartet und die können einen dann hochpushen. Die verbrauchen dann wiederum keinen Invite und trotzdem weiß man dann, dass derjenige schon mal das Telefonbuch hochgeladen hatte. Also ich bin eingeladen worden, bewusst auch, das haben wir so abgesprochen auch. Und Ralf hat das mit der Registrierung und dann eben Hochpushen gemacht und wusste dann halt auch, okay, derjenige hatte auf jeden Fall auch schon mal Telefonbuch eben freigegeben und da steht er eben drin mit seiner Telefonnummer. Das ist so der erste wirklich schwierige Datenschutzaspekt, aber ich glaube, da kann Claudia dann auch noch viel mehr dazu sagen, da ist sie ja wirklich Expertin.
Dann kommen eben noch sehr viele andere Probleme rein, die auch sich in den USA schon vorher herauskristallisiert hatten, bevor es überhaupt nach Deutschland kam. Zum Beispiel, wie mit Hate Speech umgegangen wird, wie mit Rassismus umgegangen wird, wie mit Rechtsverstößen auch umgegangen wird. Du kannst halt Leute melden, du kannst also einen Incident reporten. Je mehr Incidents reported werden, irgendwann ist so eine Grenze erreicht, dann werden Leute einfach gesperrt. Du kannst dich dann aber, wenn jetzt zum Beispiel jemand... Also es kann ja auch sein, dass Leute sich absprechen, jemanden sperren zu lassen, als auch wieder Maßnahme des Mobbings oder auch wieder Maßnahme des Rassismus zum Beispiel. Und diejenigen können dann es schwierig oder kaum Möglichkeiten, das überprüfen zu lassen und jemanden zu erreichen, der einen wieder freigibt. Also auch da, das ist eine echte Problematik. Und mir ist auch nicht ganz klar, wie die, also es werden die Räume, Audio Only, wie gesagt, werden eben aufgezeichnet und eine gewisse Zeit vorgehalten, um wenn Incidents reported werden, damit man dann nachforschen kann, was da passiert ist. Wie sie das aber in den Sprachen machen wollen, die jetzt alle schon da drauf passieren, das weiß ich nicht so ganz, weil dazu scheint mir das Team nicht groß genug zu sein. Also das sind so rudimentäre Problematiken schon mal umrissen. Also das Zentralste, glaube ich, ist wirklich diese Datenschutzproblematik, die jetzt auch eben diskutiert wird und weswegen auch immer auch die Verbraucherschutzzentrale schon eine Abmahnung verschickt hat. Also Claudia, vielleicht kannst du da vielleicht wirklich noch mehr Expertenwissen beisteuern. Also ich habe es selber tatsächlich nicht verwendet. Ich habe weder mich da registriert für einen Invite, noch habe ich von irgendwem einen gekriegt. Ich habe auch niemanden danach gefragt, einfach weil ich niemanden in die Verlegenheit bringen wollte, das Adressbuch freigeben zu müssen. Also ich weiß aber auch schon von Menschen, die bereits DSGVO-Anfragen an Clubhouse geschickt haben und jetzt mal abwarten, was sie halt kriegen. Vor allem eben auch mit dem Hintergrund, kriege ich jetzt nur quasi eine Log-Datei mit, wann war ich online, oder kriege ich vielleicht sogar ganze Sprachaufzeichnungen. Also das ist halt gerade alles so im Werden, aber nachdem das ja jetzt halt gerade erst relativ frisch durchs Dorf getrieben wird, gehe ich davon aus, dass es noch einen Moment dauert, bis wir da irgendwo Antworten kriegen, nachdem sie ja auch erstmal 30 Tage Zeit haben, um überhaupt darauf zu reagieren. Und dann halt mal schauen, wie lang es dann dauert, bis sie dann irgendwann mal so weit sind, die dann auch tatsächlich zu beantworten, und dann halt die Frage, wie es dann weitergeht, ne? Dazu vielleicht noch, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja ein rein amerikanisches Unternehmen. Das heißt natürlich, müssen die sich natürlich auch an den Datenschutz hier halten. Aber ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, sind so die Möglichkeiten, auch gerade was so Rechtshilfegesuchen angeht, also solange die hier keine Niederlassung oder so haben, wird es dann auch schwierig, da irgendwas durchzusetzen, ne? Die müssten eigentlich einen Vertreter in der EU haben. Also wenn du dich an europäische Bürger wendest, dann müsstest du eigentlich einen Vertreter in der EU haben. Aber wenn die einfach das ignorieren, dann haben wir natürlich auch keine Handhabe. Ja, auch das ist ja schon wieder ein Rechtsverstoß, ne? Dass sie keine Adresse auch haben, an die man sich hier wenden kann und keine Möglichkeit hat, mit ihnen in Kontakt zu treten eigentlich. Konnte ja auch keiner ahnen, dass sie plötzlich dann irgendwie UserInnen kriegen, die nicht in den USA sitzen. Was war denn der Initialzündung, dass das jetzt so durchgestartet ist in Deutschland? Hat das irgendeine, wie nennt man das, eine Influencerin oder so breitgetreten, und dann hat das so Fahrt aufgenommen, oder warum jetzt? Es gibt so zwei, also ich kann es, das habe ich noch nicht ganz genau nachvollzogen, es gibt aber so zwei Klöcklers, also Klöckler mit K und Klöckler mit G, glaube ich, und beide heißen noch Philipp, unterschiedlich geschrieben, die auf Telegram, die machen auch einen Podcast, die auf Telegram eine sehr, sehr große Followerschaft haben, und die haben das Ganze so nach Deutschland gebracht, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte. Und die haben dann eben so ein Invite-Schneeballsystem quasi entwickelt über Telegram, und von daher ist es dann eben irgendwann zu Twitter rübergeschwappt. Und auf Twitter hat es dann natürlich nochmal so eine ganz eigene Dynamik bekommen. Also ich glaube, vorher waren das vor allem ein Ding so
schon Medienmenschen, auch also man trifft da unfassbar viele Moderatoren, Schauspieler, Influencer, Instagrammer, also sowas in der Richtung. Und bei Twitter ist es dann so auf diese Journalisten-Bubble gestoßen, Journalisten, Politiker, Journalistinnen, Politikerinnen und hat das dann alles nochmal rübergeholt, dass da also nochmal ein ganz anderes Klientel reingeschwappt ist und das fand ich dann eigentlich fast das Spannendere, als wie es nach Deutschland gekommen ist. Aber Ursprung hat es auf jeden Fall über Telegram gehabt. Und in den USA ist das ja eher so ein Instrument gewesen, ganz am Anfang. Es kommt aus Silicon Valley, es sind zwei Stanford-Absolventen, die da dahinter stehen und eben einer hat vorher bei, ich hatte mir sogar rausgesucht, wo er gearbeitet hatte. Ich muss mal ganz kurz gucken, hier in meinen Notizen. Ja, lass dir Zeit. Wir sind im Sendegarten, hier ist alles ganz entspannt. Mach doch sowas schon so lange. Also der eine, war bei Pinterest und der andere, also der heißt Paul Davison und dann Rowan Thess, der war bei Google und die haben zusammen Alpha Exploration Co. gegründet und das ist, also Clubhouse ist jetzt die einzige App, die ich von denen dazu gefunden habe im App Store, werden sie wahrscheinlich auch gerade echt genug mit zu tun haben. Und das Ganze finanziert wird von einem großen Wagniskapitalgeber, Andreessen Horowitz, A16Z ist die Internetadresse, kann man mal gucken. Das ist dann auch ganz spannend, wenn es so in den Bereich Monetarisierung geht, was die so vorher für Projekte gemacht haben und sowas. Aber also daher kommt das auf jeden Fall so aus Silicon Valley und war dann auch erstmal da wohl genutzt, um Leute mit Ideen, mit Leuten mit Geld in Verbindung zu bringen, damit die miteinander reden können. Also so Elevator Pitch stelle ich mir das vor, halt auf Clubhouse. Und das Ganze hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Ne? Also, können die denn damit Geld verdienen? Ich meine, da hat jetzt jemand Geld reingeschossen, um da was anzuschieben, aber der will das ja wieder zurückhaben vermutlich oder sogar noch gewinnen. Wie kann denn da Gewinn entstehen durch die Nutzung? Ja, es ist gar nicht mal so wenig Geld sogar. Also in der ersten Finanzierungsrunde sind 100 Millionen reingeflogen. 20 Millionen und 100 Millionen wurde es bewertet. Und in einer zweiten Finanzierungsrunde jetzt 1 Milliarde, die gerade gelaufen ist, wenn ich es richtig gelesen habe. Entschuldigung. Sebastian, und was könntest du mit 1 Milliarde machen? Muss ich drüber nachdenken. War eine rhetorische Frage. Ich schaue gerade nochmal nach, damit ich es jetzt nicht falsch sage, weil da geht es hier wirklich um große Zahlen. Also auf jeden Fall ist da halt dieses Wagniskapitalgeber, genau, Investment von über 1 Milliarde US-Dollar, schreibt hier eine, steht hier in einem Bereich. So, und in der Audio-App, lass mich das mal vorstellen. Meine These wäre, dass die auf Exit planen. Also sprich, dass sie das jetzt groß machen, dass sie auch die Nutzerschaft dahin kriegen, dass sie vielleicht die Feature noch ein bisschen weiterentwickeln, also auch einen Login-Effekt natürlich schaffen und sich dann aufkaufen lassen. Und das dafür würde sprechen eben, dass dieses Finanzgeber, die dahinter stehen, dass die hier sowas eben auch schon wirklich sehr oft gemacht haben. Also ich hatte hier mal den Link, die haben eben ihre Exits auch zusammengestellt als Referenzen und da sind wirklich ein paar spannende Sachen dabei. Ich gucke gerade mal hier durch. Ja, da komme ich ja schon, da bin ich irgendwie ganz alte Schule. Also, dass man eine Firma gründet mit dem Gedanken, in 2 Jahren wollen wir die nicht mehr haben, das ist mir komplett, also da komme ich nicht mit. Also, ich denke immer so, und ne, ich gebe das an meine Tochter weiter, so Familienunternehmen und so, aber das ist ja komplett anderes Denken. Da bin ich aber wirklich raus. Also, egal, ich höre mir das mit Interesse an. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ich muss ja auch nicht alles verstehen. Kann man kurz sagen, also, sie haben wohl Geld in GitHub reingesteckt, acquired by Microsoft. Sie haben Geld in Instagram reingesteckt, acquired by Facebook. So setze ich das hier fort. Ne? Ja. Hier gibt es ein Tool, was offensichtlich sich mit Videokommunikation beschäftigt hat, acquired by Zoom. Diese Liste ist echt ganz spannend. Oculus VR, acquired by Facebook. Da werden die schon echt ein paar
Millionchen bis Milliarden bis noch mehr mitgemacht haben. Also das ist halt eine Business-Strategie. Und das scheint mir momentan wirklich das Wahrscheinlichste zu sein, zumal ja auch bekannt ist, dass Twitter zum Beispiel gerade Twitter Spaces entwickelt, was ja auch so in diese Richtung geht. Und dann wird man ja konkurrierende Netzwerke nebeneinander stehen haben und die Erfahrung der Vergangenheit zeigt eigentlich, dass die Leute dann eher in einem Kosmos bleiben. Also die werden dann, wenn sie dort die gleiche Möglichkeit haben, nicht mehr unbedingt zwischen Twitter und Clubhouse wechseln. Also momentan ist es eher so, sie sind in Clubhouse und auf Twitter wird darüber geredet oder andersrum, ne? Auf Clubhouse wird über die Sachen auf Twitter geredet. Das passiert ja durchaus auch. Und das wird sich dann halt auf eins fokussieren und da hat natürlich Twitter dann die größeren Chancen, weil schon Platzhirsch. Deswegen, also wäre jetzt mein Tipp. Ich kann mir auch total viele andere Sachen vorstellen, was die sich überlegen könnten. Also sie sagen selber, dass sie mit den Daten die sie einsammeln, das sind echt nicht zu wenige, wenn man sich das mal anschaut. Also die haben ja schon eine Erklärung, was sie sammeln, warum sie sammeln. Übrigens auch ein Kritikpunkt, also entsprechend DSGVO müsste das auch auf Deutsch vorliegen, tut es nicht. Also auf jeden Fall, die wollen sie nicht verkaufen, die Daten, damit wollen sie kein Geld machen, sagen sie. Das kannst du dir ja natürlich aber, und Werbung wollen sie auch nicht machen und dann bleibt nicht mehr so ganz viel übrig. Und dann kann ich mir halt schon so Abo-Modelle, Subskriptionsmodelle, irgendwie so Einmalkaufmodelle vorstellen. Ja, also dass du halt, wenn du ein Abo hast, kannst du so und so viele Räume eröffnen pro Monat oder an so und so vielen Räumen teilnehmen pro Monat. Wenn du irgendwie, oder du hast eine Nutzerbeschränkung, deine Räume können 100, 200, 300 Leute haben. Ja, also so wie Zoom hat das ja so ein bisschen, dass dann irgendwann ist halt eine Grenze und dann ist halt deine maximale Teilnehmerzahl erreicht, wenn du halt ein Event machen willst. Also sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Da gibt es sicher noch so dann Stellschrauben, an denen man drehen kann, was man da alles entwickeln kann. Dafür musst du zahlen. Ja, so guck dir mal an, ihr arbeitet ja mit Trello. Trello wurde ja auch aufgekauft von Atlassian. Und was man seitdem alles extra bezahlen muss. Ist halt diese Exit-Strategie. Sind wir da? Die Überlegung, da mal wegzugehen, ist natürlich auch da, aber naja. Das ist genau, was er sagt, ne? Dieser Lockdown-Effekt, man kennt es, man weiß, wie es funktioniert, es ist eine gewohnte Umgebung. Übrigens bin ich bei Trello, weil ich im Jahre 2014 euch bei der beim Sendezentrum unterstützt habe und da hast du gesagt, du bist doch bei Trello? Nein, war ich nicht. Dann habe ich mich in Berlin auf dem Sendezentrum habe ich mich bei Trello angemeldet. Das erste, was ich gemacht habe, ist eure Spalten durcheinander gebracht. Das war mir mega peinlich. Da hast du aber gesagt, war nicht schlimm, aber das hat sie wieder repariert. Aber das war so mein erster Eindruck mit dir und Trello war alles kaputt gemacht. Aber guck, was draus geworden ist. Abgesehen davon, dass er von mir schon zweimal Fragen gekriegt hat, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, da vielleicht auf eine andere Alternative umzusiedeln. Aber ja. Ich habe ja schon eine eigene Nextcloud angekauft, mit dem Hintergedanken könnte man ja eventuell dahin. Es gibt da ja auch so Arbeitskacheln und so weiter, ist aber alles nicht ganz so schick. Würde aber möglicherweise reichen und dann das wäre ein Dienst, den habe ich eingekauft mit einem Auftragsverarbeitungsvertrag und so weiter. Dann wären wir da aus dieser ganzen Verwertung raus. Schau dir mal an. Ob du da nicht auch irgendwie Kanboard wäre so, glaube ich, die Alternative dazu. Also das wäre, kann man auch gut hosten. Aber auf jeden Fall ist Paradebeispiel, ja. Also Trello früher war kostenlos, war nett zu bedienen. Man hatte Optionen, die ausgereicht haben eigentlich, um damit zu arbeiten. Atlassian hat es aufgekauft und ich weiß nicht, ob es vorher schon angefangen hatte oder dann danach. Und dann wollen die natürlich auch irgendwann Return of Investment sehen. Und jetzt musst du halt für jeden Pups, den du da machst, in Trello musst du irgendwann bezahlen. Also das ist halt, wenn sie nicht den Exit planen, dann müssen die sowas in der Richtung auch machen. Und da kann ich den Exit am wahrscheinlichsten halte, also ich persönlich jetzt, aber du hast das eben gerade auch sehr schön belegt, finde ich, dass die Wahrscheinlichkeit durchaus da ist.
Und du hast ja dann halt so InteressentInnen wie beispielsweise Spotify oder so, die ohnehin schon sehr viel im Bereich Audio machen, ne, die ja auch Anchor eingekauft haben, und die Wahrscheinlichkeit, dass es eher in dem Bereich dann vielleicht auch noch weitergeht und da dann halt das jeweilige Portfolio vergrößert wird oder halt woanders eben integriert wird, halte ich für am wahrscheinlichsten. Wobei ja, also natürlich auch Social-Media-Netzwerke große Konkurrenz da vielleicht sind. Also was ich mir da halt zum Beispiel vorstellen könnte, auch, ich weiß nicht, wie weit Facebook mit so einer Audio-Geschichte ist. Also Twitter gab es jetzt so erste Screenshots und so Artikel darüber, wie weit die mit ihren Spaces sind. Das sah ja schon ganz schnuckig aus. Wenn Facebook da nicht entsprechend weit ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die da zum Beispiel Interesse dran haben und das dann auch für Instagram mit integrieren und solche sowas. Also da wäre ich, ja, oder Spotify, wie du sagst, die eben sowieso schon die Audio-Richtung gehen, ja. Aber vielleicht, ja, das Negative oder das Geschäftliche müssen wir vielleicht, ja, können wir nicht ganz beiseite lassen, aber mich würde noch so ein bisschen diese User Experience interessieren, also wie man so schön sagt. Als damals Twitter eingeführt wurde als Kurznachrichtendienst, so mit 140 Zeichen, habe ich mich ernsthaft gefragt, mein Gott, wer braucht denn sowas? Und heute erlebe ich mich dabei, wie ich quasi stündlich, ach, halbstündlich, viertelstündlich dieses Ding in die Hand nehme und irgendwie wissen will, was in der Welt los ist. Also das hat eine Dynamik bekommen, die hätte ich niemals für mich auch selber vorhergesagt. Deshalb bin ich mit so Negativ-Einschätzungen erstmal ganz, ganz vorsichtig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Sogwirkung plötzlich entwickelt und vielleicht auch so eine Art Audio-Lagerfeuer irgendwie hat, wo man sich dann abends oder für... Man glaube, es gibt ja auch so Zeitpläne, wo dann irgendwie was annonciert ist, ne? Irgendwie zu der und der Stunde trifft sich in dem Raum, setzen wir uns auf die Bühne und erzählen was, und wer Lust hat dazu zu kommen, der kommt halt dazu. Also schon auch so eine Lagerfeuersituation mit Ansage, dass das eine ganz eigene Dynamik bekommen kann ich mir schon vorstellen. Wie ist denn, du hast es ja jetzt ein paar Stunden testen können. Wie fühlt sich das an für dich? Ich finde es eigentlich ganz nett. Also die Sogwirkung ist tatsächlich da. Der kann man sich natürlich auch bewusst widersetzen. Ich habe jetzt bewusst relativ viel reingehört, und zwar auch in sehr viele unterschiedliche Formate, ne? Also es gibt eben diese Lagerfeuer, die du gerade gesagt hast. Es gibt aber auch wahnsinnig viele. Ich habe mir das auch extra mal aufgeschrieben. Warte mal, muss ich mal kurz meinen, ihr hört analoges Papier rascheln. Wie bei der Tagesschau, richtig schön. Die rascheln auch immer mit dem Papier. Muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich das drin habe. Kriegt man aber nur mit, wenn man das als Audio hört. Entschuldigung. Ja, bitte, wie? Kann auf jeden Fall sagen, dass ich es nicht finde. Naja, egal. Also es gibt da halt so viel Talk über Investments, über Geldanlagen. Also Börsentalk 104, wobei ich es gelernt habe, dass man davor eher halt zu Reddit geht. Dann gibt es sowas wie A Millionaire's Mind, deine tollsten Tipps, um Millionen zu machen. Millionaire's Breakfast Club. Es gibt dann auch so Gruppen, How to Find a Husband Fast. Meditation. ohne Scherz. Also Guided Meditation gab es dann auch schon. Es gab dann auch so ein, zwei Kunstprojekte, die ich gesehen habe, auch dazu gleich nochmal was. Also so Harry Potter am Stück, alle 7 Bände gelesen. Dann gibt es auch sowas, also viel über Immobilien, also gerade in das amerikanische Clubhouse, sage ich jetzt mal, ist da sehr stark von getrieben. Also da ist wirklich so viel, viel Business, viel Investment, viel wie verdiene ich Geld und wie optimiere ich mich selber, so in der Richtung da viel. Mag mich jetzt täuschen, aber das war so mein Haupteindruck. In Deutschland, würde ich sagen, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Und da habe ich, also momentan wurde da noch viel drüber geredet, was ist eigentlich Clubhouse und wie können wir es benutzen. Ja, das ist ja immer so dieser Effekt von neuen Social Media Plattformen, dass du erstmal in der Social Media Plattform über die Social Media Plattform redest. Also ich möchte nur haben wir Podcast dann nie gemacht. Nie, nein, niemals. Nein.
Ja, also erinnere dich an Mastodon, wie lange das da gedauert hat, bis da irgendwas anderes passiert ist, als über Mastodon zu reden. Das hat sich dann auch schnell verflogen. Also es gibt dann ja immer noch so Onboarding-Sessions auch von, da haben sich halt so ein paar das auch jetzt als Markenkennzeichen aufgeschrieben oder auf die Fahne geschrieben, dass sie das anbieten, ja, wie moderiere ich auf Clubhouse? Natürlich um Tipps weiterzugeben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, um natürlich auch ihre eigene Kompetenz rauszustellen. Und da hat sich jetzt auch wohl so eine Hire-Me-Mentalität, also du kannst mich mieten als deinen Moderator für deinen Raum rauskristallisiert. Ich habe das noch nicht gesehen, dass das auch geklappt hat, aber es wird auf jeden Fall promoted. Und da gibt's dann auch so Sachen für wie Stimmtraining, viel Politik-Talk, sowohl initiiert von Journalisten, also die Bildrunden waren ja sehr populär, dann auch in der Presse mit Ramelow. Ach so, wo er dann gesagt hat, der hat Candy Crush gespielt in der Kabinettssitzung oder so, ne? Ich war tatsächlich nicht in der Sitzung dabei, aber in der darauf, wo sie sich dann darüber unterhalten haben, was da eigentlich passiert ist, war genauso unterhaltsam. Und also was eher so ein Kneipengespräch war, was ich auch wirklich als super problematisch empfunden habe, als ich dabei war. Das glaube ich. Ja. Und dann gibt es aber auch eben die so organisierte Polit-Talks, ne, also die von Politikern oder Journalisten gemacht wurden, wo man auch teilweise schon gehört hat, da finden Presseanfragen statt, also von Journalisten an Politiker, hey, können wir eine Clubhouse-Runde machen? Ne? Also auch schon spannend, dass sich das da sofort so professionalisiert hat. Und wo es dann um spezielle Themen geht, also vor allen Dingen natürlich digital. Alles. Und dass das dann sehr professionell abläuft. Also eher so ein würde sogar sagen, besserer Sonntagabend-Polit-Talkshow aus dem Fernsehen. Ne? Also sowas in der Richtung. Ja, das ist ja auch nicht schwer, oder? Entschuldigung. Nein, natürlich. Also, ich habe nichts gesagt. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also dass da halt also wirklich an einem Thema sinnvoll oder dann tatsächlich noch sinnvoller diskutiert wird. Es gibt so Mittagstische von Politikern. Es gibt Mittagstische von einfach, was passiert im Quatschen mal, was im politischen Berlin passiert, sowas, ne? Also da tut sich schon echt viel, gerade in dieser Politikebene eben. Und es kristallisieren sich jetzt auch so ein paar andere Themen heraus, die dann so stattfinden. Also es gibt so eine Eltern-Selbsthilfegruppe einmal von Kaspar Clemens-Miro, also Leitmedium und Susanne Mirau. Und es gibt dann noch so eine Elterngruppe, die sich einmal mittags trifft zum Beispiel, wo dann auch einfach ausgetauscht wird, wie man in der Zeit jetzt der Pandemie so damit umgeht, mit Kitaschließung, mit Schulschließung, was sind so Tipps, was macht man, um nicht durchzudrehen. Mhm. Und wir haben jetzt einfach mal gestern so einen Serienplausch gemacht, also mal jeder stellt mal seine liebste Serie vor in 5 Minuten. Wir haben da viel gelernt, also wir haben da auch viel falsch gemacht beim ersten Mal. Wir wollten es aber einfach mal ausprobieren, um auch so ein Gefühl, also es ist auch heute für heute die Sendung, so ein Gefühl dazu für bekommen, wie es eigentlich funktioniert. Und das ist halt wie bei allem anderen. Es findet viel Quatsch statt oder aus meiner Sicht viel Quatsch, was mich nicht interessiert. Aber ich kann mir ja das rauspicken, was mich interessiert. Und wenn ich nichts finde, mache ich halt selber was mich interessiert. Na, also das... die Freiheiten habe ich ja und das finde ich funktioniert schon wirklich sehr niedrigschwellig und sehr gut. Also wir hatten da gestern nicht viele Teilnehmer, so 40, aber das war eine schöne Runde und es lief halt parallel, haben die Spiegelkolumnisten mit irgendwie 2000 Leuten was gemacht und das dann, da kannst du halt nicht gegen anstinken, ne? Aber wir hatten einen netten Serienplausch und das fand ich schon ganz nett. Also das war dann schon das Lagerfeuer, was du meinst. Ja, also 40 finde ich jetzt schon richtig viel, hätte ich gar nicht erwartet. Aber das ist ja alles, also es wird nicht aufgezeichnet, zumindest nicht für die Teilnehmenden. Wie du hast vorhin gesagt, es gibt im Hintergrund so eine Sicherheitskopie für den Fall, dass da Beleidigung oder irgendwas zu klären ist oder so. Aber es wird jetzt nicht aufgezeichnet, um das dann, wie heißt das, on demand oder so wieder zur Verfügung zu stellen. Also das Zeitsouveräne hat die Hörenden nicht. Es ist sogar hochgradig, das heißt aber, verboten. Okay. Es heißt aber doch dann wahrscheinlich, dass sich zu gewissen Stoßzeiten ganz viel parallel abspielt. Vielleicht so abends herum, gerade diese Politik-Talks, da könnte ich mir gut vorstellen, 20 Uhr, 22 Uhr oder so, dass das da so Spitzen gibt. Und aber über den Tag hinweg vielleicht nicht so viel
Das ist wie ist denn da die Fehlannahme. Das ist lustigerweise eine Fehlannahme. Also in den ersten 10 Tagen hat sich da tagsüber so wahnsinnig viel abgespielt. Ich hatte da so zwischendurch immer mal so reingelauscht, weil mich es einfach interessiert hatte, mal wieder so die, also die Dynamiken sich verteilen. Mhm. Und es findet eigentlich immer ganz viel statt. Das liegt auch einfach daran, das ist auch glaube ich, ein Effekt, warum Clubhouse gerade so gut funktioniert. Wir haben gerade eine Pandemie, die Leute sind alle zu Hause. Die können sich nicht in Kneipen treffen, die können sich nicht zum Business Lunch treffen, die können nicht ihr Unternehmerfrühstück wahrnehmen oder ihr Lobby-Abendrotwein irgendwo trinken. Und dann treffen die sich im Clubhouse. Ne? Und das machen die den ganzen Tag über. Und da gibt es dann, wie ich schon gesagt habe, halt dann so diese Mittagsspaziergänge zeitversetzt, die da jetzt stattfinden. Da gibt es ganz viele, also diese Moderatoren-Tipps, was ich gerade meinte, die dann auch so ein bisschen dieses, ja, zwischen zwei Engagements habe ich jetzt hier noch meinen Raum reingemacht und damit ihr auch noch von meinem Wissen profitieren, also ist ein bisschen überzogen, von meinem Wissen profitieren könnt und ich muss aber gleich um 12 dann zum nächsten Dreh und sowas, also sowas gibt's da alles, ne? Also, das verteilt sich wirklich wahnsinnig den ganzen Tag, also klar wird es irgendwelche Stoßzeiten geben, aber da ist immer was los. Und das hat halt also wirklich verschiedene Ebenen. Einmal diese zeitliche Ebene, dass die Leute halt Zeit haben. Die dann haben die auch alle oder viele, also alles total übertrieben, aber viele, die dort sind, Schauspieler, Moderatoren von Events, Eventorganisatoren, die sind gerade out of job. Also das kommt auch erschwerend hinzu. Und das kristallisiert sich dann halt auch in diesem Punkt raus, hire me, also engagiere mich als deine Moderatorin für deinen nächsten Clubraum. Na, also sowas. Das hat sehr, sehr schnell funktioniert, dass die da von auch Instagram-Influencer rübergekommen sind und genau solche Modelle fahren. Und also diese Pandemie ist da schon, glaube ich, der Nährboden dafür, dass Clubhouse so gut funktioniert gerade. Und das wird auch spannend sein, wenn genau diese Events alle wieder stattfinden, wenn es wieder was zu moderieren gibt da draußen, wenn es wieder Kneipen gibt, wo man sprechen kann, ob das dann so weiterläuft. Ja, und ob das quasi jetzt ein Pandemiegewinner ist, sozusagen, ja, klar. Ich bin gerade angestoßen durch eine Geschichte von Tim Pritlove, der von der Villa, die er damals mal hatte, der jetzt in letzter Zeit ja viel erzählt hat wegen des RC3. Er sagt ja, und das hat sich dann plötzlich rumgesprochen, wir hatten gar keine Ahnung, warum und wo die Leute alle hergekommen sind. Und das Rätsel des Lösungs waren die CB-Funker, die damals sich irgendwie das dann gegenseitig erzählt haben und dieses Audio natürlich sehr gut genutzt haben. Und das fällt mir jetzt gerade so in eine Parallele ein. Du sitzt zu Hause und weißt nicht, mit wem du reden sollst. Dann nimmst du dein Funkgerät und sagst mal, hallo, hier Teddybär 33, ist jemand da oder so? Und so eine ähnliche Nutzung stelle ich mir jetzt auch vor. Du gehst einfach in jetzt hast du kein Funkgerät, aber du hast halt dein Handy von der richtigen Firma und dann guckst du mal, wer gerade so on air ist. Und mit dem kannst du dann auch noch interagieren, indem du die Hand hebst, dann nimmst du die auf die Bühne und schwupps, bist du da so drin. Kann ich mir schon gut vorstellen. Für mich nicht so. Würde auch nicht die Hand heben. Gut, okay. Vielleicht nicht. Obwohl, wir machen ja im Grunde jetzt im Moment hier auch nichts anderes. Wir haben ja, wenn man so will, auch einen Clubraum, der nennt sich halt Lagerfeuer oder Gartenbank. Wir haben uns getroffen und wir reden und uns hören ein paar Leute zu. Die könnten auch die Hand heben. So weit sind wir aber noch nicht. So, also, ja, so ganz anders ist es wahrscheinlich gar nicht, ne? Du musst ja noch nicht mal nur dieses mit bekannten Gesichtern, ne? Also du hast halt, das ist, glaube ich, was das da wirklich sehr gut funktioniert. Einmal diese Niedrigschwelligkeit, die du hast, also wie schnell du da in einem Raum bist, das geht mir übrigens zu schnell. Also sobald, ich kann überhaupt gar nicht eine Beschreibung lesen, sondern bin dann sofort im Raum drin. Und manchmal würde mich einfach interessieren, wer ist da eigentlich so alles drin, worum geht's da eigentlich? Das gibt's halt nicht. Sobald du drauf drückst, also wirklich Drop-in-Audio, ne? Also du bist dann drin. Und dass du da mit Fremden sehen die anderen Gespräch das dann auch, dass du da drin bist? Oder ja, sehen das andere, Clan, dass du drin bist? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Also du bist mit Klarnamen da drin. Ne? Also zumindest sie empfehlen Klarnamen auch. Und du hast halt dein Profilbild, was auch immer du da nimmst, kannst du ja auch irgendwie PT-Platsch nehmen. Und dann bist du da halt im Audience mit deiner Bubble und deinem Namen drin, deinem Vornamen zumindest. Und und auch dein Podium ja sowieso dann, ne? Und wenn du da einen Raum hast mit 5000, was bisher übrigens das Limit war, dann gehst du da natürlich in der Masse unter. Bei weniger Teilnehmern wirst du halt gesehen. Und das, also
da kann man halt zum einen einfach zuhören. Also man ist ja nicht gezwungen, da was zu sagen. Gestern hatte ich aber das Gefühl, das war auch die Überlegung, die Ralf und ich hatten. Wir machen wirklich was super Zugängliches. Serien guckt jeder gerade irgendwie, ne? Also da kann jeder irgendwas zu sagen. Jeder hat eine Lieblingsserie, sei es eine gerade aktuelle, sei es eine aus der Vergangenheit. Und lass uns das einfach mal wirklich so ohne Bohai machen, ohne alles. Und wir quatschen hier einfach mal über Serien. Und da hatte ich das Gefühl, dass dann auch viele Leute was gesagt haben, die vielleicht sonst nichts gesagt hätten, die einfach mal Lust hatten, da jetzt auch was zu beizusteuern. Und das hat gut geklappt, ne? Und da wird, glaube ich, jeder seinen Anknüpfungspunkt finden können, wo er dann Lust hat, was zu sagen. Wenn nicht, hörst du halt einfach zu. Ja, ich kann mir das tatsächlich auf eine ganz noch ferne liegende Art und Weise kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass so Menschen Genuss dran finden. Ich weiß nicht, ob das für mich was wäre. Ich finde es schon ganz gut, wenn ich einfach zeitsouverän hören kann und vor allen Dingen, wenn ich nicht unbedingt einen Rückkanal sofort habe oder auch gesehen werde, wann beim also das ist für mich nicht immer ein Live-Ereignis ist, so rum. Also das ist, aber natürlich kann ich mir trotzdem gut vorstellen. Also wie gesagt, lass erstmal diese Pandemie rumgehen, wenn auch alle wieder mit ihren Kollegen Mittagessen gehen lieber, statt dann ins Clubhaus reinzugehen. Ja, also ich glaube, da wird sich nochmal viel ändern. Wir haben halt jetzt so eine Hype-Phase gehabt, ja, also es ebbt auch, finde ich, schon wieder ein bisschen ab. Jetzt sind wir gerade so in einer Evaluierungs- und Experimentalphase, da wird jetzt halt viel gemacht und Leute wie ich, die, also ich glaube, ich habe da kein wirklich längerfristiges Interesse dran. Also jedenfalls nicht an so einer Intensivnutzung, sondern wirklich dann an einer sehr punktuellen Selektierten. Und also dass entweder Leute was terminieren und ich da dann teilnehme oder selber was terminiere dort und das veranstalte. Aber so von der großen Bandbreite vom Clubhaus habe ich jetzt erstmal genug gesehen. Und das wird sich dann noch ein bisschen einfach konsolidieren, ne? Und dann müssen wir einfach mal schauen, was dann so 2022 davon übrig geblieben ist, ob es bis dahin vielleicht auch aufgekauft worden ist und ob die Leute dann nicht doch lieber wieder, also hört sich blöd an, aber dann auch wieder direkt reden, weil wir haben dann einfach 2 Jahre lang über Zoom geredet, wir haben miteinander geredet, wir haben über Clubhouse miteinander geredet und über andere Kanäle und vielleicht hat man dann auch wirklich wieder diese das Craving nach direktem Kontakt. Ja, also ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwie so reale Welt und Digitalwelt zu trennen, sondern ich finde, das gehört untrennbar zusammen mittlerweile. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also dass man wirklich wieder dieses direkte Face-to-Face hat und nicht den Bildschirm dazwischen. Also da glaube ich, müssen wir einfach sehen, was passiert dann. Also es kann auch sein, dass ich da, also ich mag es ja im Moment gerade so ein bisschen in meiner Einsamkeit mit den Kindern und meinem Mann. Und aber trotzdem muss man einfach schauen, was das dann mit den Menschen macht und wo das dann hingeht. Warum gibt es das zurzeit nur auf einem System, im Apfel-Universum? Wollen die das nicht anders oder können sie es nicht anders? Hast du eine Ahnung? Die wollen schon anders, die haben ja jetzt auch genug Geld eingesammelt und haben das auch prioritär jetzt wohl gesetzt bei sich, die Android-Entwicklung. Ich glaube, die Erklärung ist eine ganz einfache, du fängst also, was ich mir so aus Twitter jetzt auch zusammengelesen habe, du entwickelst halt erstmal für eine Plattform, weil es viel einfacher ist und da ist eben das iOS das viel simpler zu handhabende System, das kann Sebastian vielleicht auch was zu sagen, wo du einfach nicht so viele Audio-Stacks hast wie bei Android, wo einfach so viele verschiedene Versionen draußen im Umlauf sind und so viele Probleme entstehen können. Ich glaube, dass Android schon deutlich trickier zu adressieren von Entwicklerinnenseite, als das eine iOS-Plattform ist. Ja. Was sagst du überhaupt dazu? Ich meine, 2000 oder so Leute in einem Call und dann, wer weiß wie viele parallel, das ist ja eine irre Last. Guckst du da nicht mit großen Augen, wie die das gemacht haben? Mir ist zugeflogen, also dass die das gar nicht selber machen, sondern die haben sich eigentlich einen Hersteller gesucht, der das eigentlich so als Paket anbietet. Darüber ist auch schon rausgekommen, dass man über die SDK, weil die dokumentiert ist, halt Gespräche durchaus selber auch aufzeichnen kann.
Es gibt eigentlich für alle Plattformen. SDK ist für alle, die es nicht kennen, was ist das noch? Es ist so ein Software-Development-Kit. Genau, das ist so ein Entwicklungspaket. Damit kann man quasi sofort loslegen und gegen die Funktionen, die eine andere Firma zum Beispiel bereitstellt, dagegen entwickeln. Das heißt also, die haben eigentlich zumindest, was diesen Audioanteil angeht oder diese Grundfunktion, ich bin in einem Raum, diese Live-Gespräche, das ist alles von einer fremden Firma eingekauft und da zahlen sie halt pro Minute oder sowas, glaube ich, sind da die Paketpreise. Und das macht es auch nochmal datenschutztechnisch interessant, wo dann da die Daten eigentlich dann überall landen. Und wie gesagt, da kann man auch so eine Funktion, also jemand hat das mal ein bisschen stärker auseinandergenommen. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut. Können wir vielleicht in den Shownotes nochmal verlinken. Im Sendegate wurde das auch schon angebracht. Und ja, also insofern wäre es jetzt wahrscheinlich schon gar nicht so kompliziert, das auf Android zu bringen. Natürlich dieses Drumherum mit Handheben und dieses ganze User-Interface, das muss natürlich trotzdem gebaut werden. Aber insofern so dieser schwierige Teil, wo ich mir auch gedacht habe, so okay, interessant mit 5000 Leuten, Echtzeitkommunikation und dass du dann auch direkt reinwechselst, das ja, da gehört schon ein bisschen was dazu. Also das ist jetzt nicht gerade das Skalieren hinzubekommen. Da muss man schon sehr viel Fleißarbeit leisten, wenn man das wirklich von Grund auf neu entwickeln will. Aber das ist ja anscheinend auch nicht der Fall gewesen, dass das passiert ist. Und sondern da anstatt jetzt Open Source Komponenten zu benutzen oder sowas, um sich die Arbeit zu erleichtern, wurde hier halt dann einfach so eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, solche Live-Sachen halt im Auftrag anzubieten als Cloud-Dienst, wurde sich darauf quasi dann gestürzt. Also man muss sagen, dass das Ganze auch noch Beta ist, ne? Also es ist keine, es ist eigentlich noch in der Testphase. Das sagen sie zumindest. Also es gibt auch so die Kritik, naja, wenn es wirklich so Beta wäre, wie sie behaupten, dass es Beta ist, dann wäre es eigentlich nicht im App Store zu haben. Aber hier, Sebastian kennt sich mit Beta-Phasen sehr gut aus und seine, was er als Beta bezeichnet hat, das muss bei anderen Leuten viel Geld für ausgeben. Ja, also Beta heißt für mich eigentlich immer nur, ich weiß nicht, ob da noch irgendwelche Bugs sind, die ich nicht gefunden habe oder weil ich nicht gut genug gesucht habe. Ist eigentlich immer so ein Gefühlsding bei mir, wann ich etwas noch Beta nenne, weil getestet habe ich es meistens, ja, aber es ist halt dann immer so, irgendwas kann einem da immer durchrutschen. Ich hatte ja letzte Woche zum Beispiel einen Ausfall, der auf einen extrem dummen Fehler von mir zurückzuführen war, wo einfach mal die User-Tabelle gelöscht wurde, weil ich einfach eine Bedingung nicht geprüft habe, die ich sonst eigentlich immer prüfe. Insofern, es war keine schlimme Tabelle, aber das hat halt für einen halbstündigen Ausfall oder so gesorgt, der halt nicht hätte passieren müssen. Ne? Also das ärgert mich dann natürlich auch, aber dann muss man halt wieder aufstehen, den Staub abklopfen und ja, dann passiert es einem auch nicht so schnell wieder. Es ist halt kleine Krone gerade rücken, genau, und weitermachen. Also, klar, passiert immer. Ja. Nochmal kurz auf diese iOS-Only-Geschichte zurück. Das ist natürlich auch, also Android ist in der Mache. Also jetzt mit der, es gibt einen Blogpost von Ihnen, wo Sie das nochmal betonen, dass Sie jetzt mit der letzten Finanzierungsrunde das auch in den Fokus stellen. Das iOS-Only ist natürlich jetzt auch noch ein zusätzlicher Kritikpunkt. Ne? Also es ist so ein elitäres Netzwerk, nicht jeder kann sich ein iPhone leisten. Und dann auch wieder mit der Problematik verbunden, dass dort Politikerinnen Pressekonferenzen oder begleitende Frage- und Antwortrunden geben, die eben dann nur von den Leuten, die dort sind, zugänglich sind. Das ist, finde ich, ist schon auch bei digitaler Teilhabe und Zugänglichkeit und demokratischem Verständnis eben ein bisschen schwierig zu bewerten. Da gab es ja mit Doro Bär diese Geschichte, dass sie die Digitalstrategie eben vorgestellt haben, die lange unter Verschluss war und das dann auch angekündigt hatten, ja, und um 12 auf Clubhouse dann die große Q&A-Runde dazu und da finde ich, haben sie schon zu Recht auch einen Shitstorm bekommen. Also das hätte man, finde ich, schon, wenn man sowas machen will,
wir haben jetzt drüber gesprochen, es gibt noch nicht so die großen Möglichkeiten oder es wäre schön, wenn es Möglichkeiten gäbe, das vielleicht dezentraler zu schaffen, aber da wünsche ich mir doch dann schon, wenn sie so eine Beteiligungsmöglichkeit nutzen wollen, dass die das dann irgendwie über die Seiten der Bundesregierung anbieten, wo man dann eine Möglichkeit hat, Nachrichten zu hinterlassen oder sich mit zu beteiligen und das dann eben ein bisschen zugänglicher ist, das Ganze. Ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, ne? Dass man die Verfügbarkeit und auch die Zugänglichkeit nicht aus den Augen verliert in seiner exklusiven Blase, die sich dann vielleicht gebildet hat. Und das ist dann, da muss man, glaube ich, zweimal hinschauen, auch als Veranstalterin oder Veranstalter. Mhm. Also die Kritik kannst du natürlich an viele Formate stellen, also dass da nicht immer alle Leute dran teilnehmen können. Das finde ich beim einen schwerwiegender als beim anderen, da muss man halt auch immer ein bisschen individuell gucken. Also wenn jetzt Leute irgendwie, was es ja gab, Tim vorwerfen, dass der quasi so ein Hörerinnentreffen abhält im Clubhaus noch, ja, so what, also das ist jetzt auch kein Grund, da den Podcast nicht mehr zu abonnieren, das ist ein bisschen albern. Ich kann den Ärger schon verstehen dahinter, ja, aber es ist halt ja normales Hörerinnentreffen irgendwo vor Ort, da kann auch nicht jeder hin, wer jetzt seine Begründung recht hat. Und das ist aber was anderes von der Dimension her, als wenn die Bundesregierung eine Digitalstrategie vorstellt. Also ich kann mir auch erklären, Digitalstrategie, hey, wir gehen dahin, wo die Digital Natives sind, wo die Digitalaffinen sind und machen das da nochmal, aber ist halt schon ein Problem. Ja, ja. Aber wehe, Tim geht grußlos im Park an dir vorbei, weil er gerade im Clubhaus ist, ne? Nee, das war noch eine andere Geschichte. So, soll ich die mal ausführen? Ja, du sollst sie erzählen, genau. Also, wir wohnen ja tatsächlich nah beieinander, also für Berliner Verhältnisse quasi einmal um die Ecke gespuckt. Und trotzdem sieht man sich jetzt halt gerade nicht so häufig, ne? Also ist halt so. Und wir waren halt in dem nahegelegenen Park mit unsere beiden Kinder lüften. Und da kam der Tim um die Ecke mit Clubhaus, also mit Kopfhörern im Ohr. Und es war eben dieser besagte Sonntag, an dem das hier in Deutschland steil ging. Und ich habe ihn dann auch gleich gefragt, na, Clubhaus auf den Ohren? Er so, ja, klar. Und mein Sohn hat Tim Kuchen angeboten und wenn ein Kind dir Kuchen anbietet, nimmst du den, egal ob du den isst oder nicht oder sowas. Und er hat also vollkommen da das so ignoriert, was da um ihn rum war und dass da eben jetzt eine soziale Interaktion mit ihm stattfand, eben von einem kleinen Kind auch. Auch ich kann es auch verstehen, wenn man jetzt nicht so ein Riesenfan von kleinen Kindern ist, ja, so bin ich manchmal auch nicht. Und trotzdem hat mich dann mein Sohn hinterher allen Ernstes gefragt, wer war denn der krummlige Mann? Ja, und das fand ich. Ich liebe dein Kind. Super. Und das fand ich dann schon so ein bisschen so. Also, und das, obwohl er Tim nun eigentlich kennt und noch schon öfter gesehen hat. Und das fand ich so. Aber wenn der in Meditation ist, also, glaube ich, kannst du neben dem, was weiß ich, ein Haus abbauen, das kriegt er wahrscheinlich nicht mit. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, also total, aber das fand ich dann schon ein bisschen schwierig. Also übrigens auf diese Interaktion, die wir da hatten, und dann auf Twitter kam ja auch zurück, naja, wenn wieder Leute, die reales Leben und Digitales trennen wollen, die will ich ja gar nicht. Ich meine, ich habe auch, also ich lebe digital, ja, viel eher als real, und wenn man das so trennen möchte, und trotzdem finde ich dann schon, also gerade bei so kleinen Kindern ist dann, ne, wenn sie dir Sandkuchen, gab es irgendwann mal so einen schönen Satz, ne, wenn sie dir Sandkuchen mit einem Grinsen in die Hand drückt, nimmst du ihn an und grinst zurück. So ungefähr. Ja, das ist man dem Kind irgendwie dann auch, na, schuldig, kann man das sagen? Ich finde, also für die Kinderseele tut's, ist es gut. Würde man es tun, glaube ich. Also, Ralf hat es dann geschafft, mit Ultraschall noch mit ihm zu reden. Der Rest der Familie hat sich dann halt rausgehalten. Na, also, das ist so ein bisschen, ja, die Geschichte dahinter. So als kleine Anekdote. Also es ist alles, genau, also auch da glaube ich, so dieses totale so Immerse, was man da hat, so dieses Clubhouse abtauen, auch das wird sich ein bisschen abnutzen. Kann ich mir jedenfalls vorstellen, aber schauen wir. Also ich glaube nicht, dass es weggehen wird. Es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, es wird verschwinden, weil dazu ist es dann doch in der Funktionalität zu clever, und auch für die Podcast-Szene hat das einfach so ein paar Ansätze und ein paar Optionen. Ob das dann unbedingt in so einem zentralen Netzwerk sein muss oder so an einer Stelle gebündelt
oder ob man das eben, so wie Sebastian es dann vielleicht anbieten könnte, dezentral aufzieht und dann für einen Podcast solche Optionen zur Verfügung stellt, das sei dann dahingestellt, aber also dann dieses, es gibt so eine Stage, auf die du gerufen wirst, ja, und da kannst du halt aus dem Audience hinwechseln jederzeit und einfach diese Spielmöglichkeiten, die das eröffnet, das ist schon cool, also das sieht man und das ist, weiß man schon, dass das eine Bereicherung ist. Lars, wie siehst du das eigentlich? Gibst du der ganzen Sache eine Chance oder glaubst du eher, dass das auch so ein Strohfeuer ist? Ich habe da keine Ahnung. Ich bin bei sowas immer ziemlich leidenschaftslos und ein Spätzünder, wenn irgendwie neue Dinge kommen in dieser Art. Keine Ahnung, da es iOS only ist derzeit, kann ich es mir nicht angucken. Allerdings wäre ich jetzt auch nicht motiviert, es mir anzugucken, gäbe es das für Android. Ich bin einfach nicht motiviert. Das ist so wie tja, Instagram, keine Ahnung, Facebook hat mich auch nie gepackt. Also es gibt so ein paar Dinge, die gibt es. Ich weiß, dass es sie gibt. Schön, wenn Leute Spaß dran haben, aber so anscheinend, ich habe das Gefühl, es ist nicht meine Welt. Aber wenn zum Beispiel die Sternenfreunde Potsdam, ich fantasiere jetzt einfach mal sagen, so Sonntagabend 18 Uhr, wir treffen uns im Clubhaus und besprechen das neue Teleskop, was es da irgendwie auf dem Markt gibt oder so. Wäre das sicherlich nicht uninteressant, da mal reinzuhören. Wenn das irgendwann so in der Breite ist, vielleicht, ja. Kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin da nicht gegen, ich bin da im Moment nicht für. Es gibt... ich schau mal, was das wird in der Zukunft. Du bist noch kühl, ja. Hm? Ja, ich bin weder anti, noch bin ich irgendwie geflasht. Ja, ja. Aber was ich eben mitgekriegt habe, von Sicherheitslücken und so, finde ich schon, sagen wir mal, im Moment würde mich das vielleicht eher abhalten, hätte ich eine Möglichkeit, bis man da ein bisschen mehr drüber weiß. Das, aber da ich es im Moment nicht mal probieren könnte, stellt sich die Frage einfach auch nicht. Das ja. ist, vielleicht spielt das eine größere Rolle, als mir bewusst ist, dass ich es nicht mal könnte, wenn ich wollte. Ich bin sogar ein bisschen froh, dass mir die Technik nicht zur Verfügung steht, weil ich jetzt brauche ich mich einfach gar nicht mit der Frage zu beschäftigen, will ich nicht doch mal gucken oder so. Es ist ein weiterer Kommunikationskanal, den ich wahrscheinlich auch nicht gut benutzen könnte, so wie ich bin schon von den Kommunikationskanälen, die es eh schon gibt, etwas überfordert, ne, die geschriebenen und auch die gesprochenen und dann noch das, ich meine, Podcast-Backlog, was ich immer alles hören möchte und doch nicht hinterherkomme und so weiter. Ich bin ehrlich gesagt ein kleines bisschen dankbar, dass ich dieser Apfelwelt gar nichts angehöre und insofern die Frage sich für mich gar nicht stellt. Aber wie ist es denn bei Claudia? Wie siehst du das? Gibst du dem eine Chance? Also Claudia, Jinx Claudia, genau. Also grundsätzlich Funktionalitäten, ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie die andere Claudia, mit dem Unterschied, dass ich es halt selber noch nicht ausprobiert habe. Ich finde einen Teil der Funktionalitäten halt auch höchst spannend. Ich fände es aber deutlich spannender, wenn es halt eine frei verfügbare oder frei zugängliche Plattform wäre. Also das, was wir ja halt auch... In der PodcasterInnen-Szene, in der deutschsprachigen eigentlich auch, oder wie ich die Szene halt erlebt habe, dass sie doch immer wieder für die freie Podcast-Szene eine Lanze bricht und eigentlich jede gated Community irgendwann mit eingekniffenem sich fügen musste. wie gesagt, ich fände es halt interessant wäre es eine zugängliche Plattform, aber abgesehen eben von den ganzen Datenschutz- und sicherheitstechnischen Problemen, die mich schon eher abhalten, irgendwie mal rumzufragen, ob mir jemand einen Invite schicken würde, weil ich, wie gesagt, da niemanden reindrängeln will, kommt halt eben noch dazu dieses so, nee, eigentlich will ich es gerade noch gar nicht wissen. Ne? Und in dem Moment, wo es dann vielleicht eine freie Plattform ist, mal gucken, ob es dann überhaupt noch gesellschaftlich interessant ist und überlebt. Also bei mir ist halt schon die Frage, überlebt es den Sommer? Ne? Also so,
Deswegen ist es jetzt zum Beispiel auch bewusst, habe ich mich dagegen entschieden, was darüber halt in das Buch reinzuschreiben. Ne? Also auch wenn ich es jetzt heute gerade erst fertig gekriegt habe, hatte ich halt überlegt, mache ich da einen Absatz zu rein, so, naja gut, ein Buch ist dann wieder eine Weile auf dem Markt, ne? Und wenn ich es dann das nächste Mal in einem Jahr oder so update, kann ich den Absatz wahrscheinlich einfach direkt wieder rausnehmen oder so. Mal gucken halt, wie lange es überhaupt existiert und interessant ist für eine Anzahl an Menschen, ne? Und, ja, da aber über StudiVZ wurde sicherlich auch derzeit geschrieben und das ist jetzt auch nicht mehr dabei. Ne? Meine erste Frage, als ich von Clubhouse hörte, war, was ist eigentlich aus Miwi und Vero geworden? Aus wem? Was? Nochmal? Ja, genau. Siehst du? Ganz genau das. Das waren die letzten zwei doch so viel besseren Social-Media-Netzwerke, die so viel besser sind als Twitter und Facebook und so weiter. Und die haben sich halt auch nach einem kurzen Strohfeuer genau eben nicht durchgesetzt. Und ja, Audio ist halt spannend oder spannender als Just the Next Text Network, ja, oder Just the Next Picture Network. Keine Ahnung, wenn es das Ganze federated und frei zugänglich und demokratisch gäbe, täte es mich wahrscheinlich dann halt auch wirklich mehr, mehr jucken, es selber auszuprobieren. Ja. Kann sein. Aber dann wäre es nicht so schick. ganz kurz eingehakt, also kann gerne, sein, dass gerne. Das aber auch ein durchaus ein Finanzierungsproblem wäre, sowas frei zu schaffen? Naja, wieso? Das ist ja wirklich eine Interessenfrage. Es gibt ja auch Mastodon frei oder es gibt ja auch Pixelfed und Funkwale frei. Und ja, die haben halt diverse Kinderkrankheiten, die Clubhouse aber wahrscheinlich vor 8 Wochen auch noch hatte. Na, oder also vor 5 Monaten. Mit so einer Last, was Sebastian eben auch angesprochen hatte, ne? Also wie man halt da irgendwie 5000 Audio-Streams dann verarbeitet. Ja klar, aber wenn du es halt zum Beispiel federated aufsetzt und eben nicht mit einem Zentralserver, dann verteilst du das natürlich auch entsprechend. Mhm. Ne? Das wäre vielleicht also auch noch eine Option, ne? Also wenn Funkwale oder so entsprechende Funktionen halt ein- oder nachbauen würde. Ja, aber ich bin jetzt erstmal gespannt auf die Studio-Link-Variante davon. Ja, du kannst die große Welle reiten, Sebastian. Der ja, Simon. Also genau, also es wird keine Social-Media-Geschichte dahinter sein, wobei ich mir schon vorstellen kann, vielleicht so ein bisschen mehr solcher Funktionen zu teilen, aber dann würde ich mich eher so mit vorhandenen Social-Media wie Mastodon oder anderen oder Twitter oder sowas dann eher, dass man da die Integration besser schafft, anlehnen, als das jetzt mit der eigenen Plattform. Das halte ich jetzt nicht so für den Kern, aber diese Grundfunktionalität, wie wir sie eben beschrieben haben, ne, dass man also eine Bühne hat und dass man dann tatsächlich auch jemanden dazu holen kann und dass es zum Beispiel einfach, ne, man streamt einfach ganz normal und nach der Sendung macht man noch so eine Aftershow-Geschichte, wo dann auch Leute dann einfach, mit denen man dann quatschen kann. Bei uns fällt das natürlich meistens flach, weil es dann schon zu spät geworden ist, aber ja, aber andere Formate können das vielleicht durchaus, wenn sie am Samstagnachmittag oder sowas machen, dann durchaus zu sowas aufrufen. Ne? Und ja, vielleicht, da kommen dann vielleicht auch ganz tolle Sachen zusammen, weil es ist ja auch immer dieser Medienbruch, den man hat. Ne? Also wenn man dann irgendeinen Kommentar schreibt, das merken wir ja auch, oder wir auf Twitter Kommentare bekommen, den Kontext wieder zu finden, zu was das dann passt. Und dann ist es auch, ne, das eine ist schriftlich, dann liest man vielleicht, also wir lesen ja fast immer die ganzen Kommentare vor, aber häufig wird ja Feedback dann halt nur so aufgenommen und dann gekürzt wiedergegeben und das ist dann vielleicht auch problematisch, weil dann nicht der Punkt rauskommt, den die Person gerade damit machen wollte, wenn das falsch aufgefasst wurde. Also da sind so Medienbrüche, glaube ich, auch immer problematisch.
Und da ist vielleicht so eine auf Augenhöhe Kommunikation, wenn man das so nennen will, vielleicht dann wirklich eine Variante, mit der man mal spielen kann. Also beim Podstock, wenn das jetzt zum Beispiel auch, was wahrscheinlich immer wahrscheinlicher wird, nicht vor Ort stattfinden kann, aber das warten wir ja noch ein bisschen ab, dann wäre natürlich so etwas für eine Bühnensituation oder das damit zu experimentieren natürlich auch, fände ich das auch sehr interessant. Andererseits, wenn ich mir so überlege, Mumble, Teamspeak, die Pod-WG und so weiter, das sind ja Möglichkeiten, die schon die ganze Zeit da gewesen sind, sind aber irgendwie, also wenn, dann nur experimentell benutzt worden. Also ich habe das jetzt nicht so in der Breite jedenfalls wahrgenommen. Mhm. Wenn man das wirklich gewollt hätte, hätte man es ja tun können. Ich denke, das Niederschwellige ist, glaube ich, immer auch das Thema. Ja, vielleicht. Ne? Das heißt, also, dass das Silbertablett so hingehalten wird in einer edlen Optik und brauchst nur hier einen Klick machen und in einem Gerät, wo du sowieso den ganzen Tag mit rumdaddelst. Ja. Mhm. Weil ich weiß nicht, wer von euch Mumble schon mal mobil auf dem Telefon verwendet hat. Also Spaß ist es halt keiner, ne? Das, also gerade wenn es halt darum geht, das Ganze eben auch aufs Mobilgerät zu bringen, halt wirklich diesen Schritt nochmal zu machen, das ist, scheint nicht trivial zu sein. Der Simon Dückert experimentiert ja mit auch gerade rum. Der will ja so ein Audio-Only-Barcamp eventuell machen und probiert das gerade aus, hat heute einen Lasttest gemacht und dahinter steht wohl auch, oder der Nutzer hat so auch Mumble, eben als Desktop-Client und als Smartphone-Client, was ich da gesehen habe an Fotos auf einem Smartphone, sah zumindest schon auch so sehr in Richtung Clubhouse eben mit so einer Stage und Audience und sowas aus. Also das fand ich jetzt mal so relativ beeindruckend, dass das da so nah schon kam. Ja, der Simon ist auch so einer. Deswegen habe ich ihn ja mit dir verglichen oder dich mit ihm. Der treibt die Sachen auch mal schnell vor sich her. Das kann ich mir gut vorstellen. Noch zu dem Punkt was Sebastian so angesprochen hat, dass er diese Social Media Komponente oder diese Plattform Komponente nicht so hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es die braucht. Also das ist jetzt halt bei Clubhouse schön, weil man das Gefühl hat. Den Vergleich haben wir ja noch gar nicht gebracht, deswegen hattest du mich ja eigentlich angesprochen, Martin. Also es gab mal diesen Vergleich, oder viele haben das gesagt, dass sie so das Gefühl haben, Clubhouse ist jetzt wie die Republika damals in der Kalkscheune. Es gibt so ganz viele verschiedene Workshops überall und Vorträge überall. Auf der Hauptbühne redet Sascha Lobo und deswegen kommt zu den anderen keiner. Und dann gibt es noch den Hof innen, wo eben dann die Privatgespräche stattfinden. So, und ganz viele von den Leuten, die damals da waren und die da auch so ihr Bonding-Zeit hatten, die sind, glaube ich, jetzt auch auf Clubhouse sehr aktiv und feiern das auch sehr und haben da so ein bisschen Reminiszenz auch und finden da jetzt auch diese Community wieder, die sie jetzt auch eben gerade nicht auf so zum Beispiel in der Republika haben können. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob es das braucht, ganz generell, und ob sich das nicht so ein bisschen totlaufen, also ob sich nicht dieser Aspekt so ein bisschen totlaufen wird, weil wir eben schon so viele andere Plattformen mit Communities haben und ob man nicht wirklich diese Funktionalitäten, was Claudia auch angesprochen hatte, ob die nicht ausreichen und ob das nicht genau der Kern ist, also was Sebastian ja auch machen will und das Community-Building dann eher um den Podcast herum stattfindet. Ja, also so methodisch inkorrekt, die müssen dafür nicht auf Clubhouse gehen oder sowas, die machen das einfach neben dem, was die sowieso schon alles bespielen, machen sie dann eben auch noch ihre Aftershow, ihre Hörerinnen treffen, machen vielleicht ihre Q&A-Session oder machen irgendwie Themensammlungen, irgendwie sowas in der Richtung, ja. Dazu brauchen die kein Clubhouse, also brauchen die das einfach nur diese Funktionen irgendwie unter interaktion.methodisch-inkorrekt.de oder sowas, ne? Also so, dass man da halt hingehen kann. Oder eine Erweiterung für diese Live-Podcast-App, deren Namen ich gerade schon wieder verdrängt habe. Podlife, meinst du? Danke, ja. Das, was ich immer falsch einstelle, wenn ich mal irgendwo einen Live-Podcast-Feed machen muss. Genau das.
Ja, da ist halt auch wirklich lange schon an diesem Streaming nicht viel Essentielles passiert. Das habe ich ja eh schon auf der Roadmap. Und ich weiß nicht, ob man das komplett, dieses Klassische, komplett ersetzen kann. Ich denke, es wird immer noch gut sein, wenn man da so eine Möglichkeit hat, wie Martin das auch eben, glaube ich, die Bedenken hatte, wenn ich da jetzt immer zu sehen bin und immer aktiv bin und wahrnehmbar bin. Aber manchmal will ich ja auch einfach nur im Hintergrund sein und vielleicht wirklich nur passiv zuhören und auch gar nicht sichtbar sein, dass ich dabei bin. Ich glaube, da gibt es die beiden Welten und das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man das dann auch noch irgendwie mit möglich macht. Aber ja, das sollte aber technisch irgendwie machbar sein und ich drehe das auch schon so im Kopf ein paar Runden durch und mal gucken, mal schauen, was dabei rauskommt. Finde ich witzig, dass du gleich eine Antwort, quasi eine Gegenidee im Kopf hast, die schon so weit gewachsen zu sein scheint, dass sie also nicht mehr allzu fern, in nicht mehr allzu ferner Zukunft vielleicht sogar real werden kann. Hier hat sich gerade im Chat ein gewisser Ralf Stockmann gemeldet. Guten Abend. Und er schreibt einen Wunschzettel. Meiner Meinung nach ist der Gruppen-Community-Gedanke ganz zentral bei Clubhouse. Ich will zwischen allen Podcasting-Bühnen wechseln können, ohne den Server wechseln zu müssen. Ich will sehen, wer meine Buddies gerade an welcher Bühne, jetzt springt das ja auch noch um, meine Güte, dieses Internet. Ich will sehen, welche Buddies gerade an welcher Bühne zuhört, nicht nur die 10, die mir mein Server zeigt, daher technisch dezentral in der Distribution der Stream meinetwegen, aber der gemeinsame Pool an Bühnen und Usern ist absolut essentiell, genau eine gegenteilige Stimme des stillen Zuhörens. Er will wissen, wer da ist. Wir wollen gerne hinter der Säule stehen und einfach nur lauschen. Naja. Ralf hat eine deutlich andere Meinung als auch ich, da haben wir auch heute schon ein bisschen drüber gestritten. Ja, also es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwie beides nebeneinander zu haben. Also ich glaube, dass man mit diesem, der Szene fast besser getan ist, mit diesem jeder kann es für sich nutzen, wie er möchte. Und es gehört dann eher zu dem Podcast dazu, als zu einer zentralen Podcast-Community. Ich glaube, da verfährt man sich ein bisschen. Vielleicht wäre das auch eine Option, wenn du das quasi pro Raum einstellen könntest. Also einmal im User-Profil, dass du sagst grundsätzlich Name und Bild anzeigen, yay or nay. Und wenn dann halt der Raum sagt Name anzeigen von Leuten, dann sind die gesagt haben, yay, dass die dann auch wirklich angezeigt werden. Und bei den anderen gibt es dann halt irgendeinen netten Avatar oder so. Aber dass man da die Entscheidung halt auch an die UserInnen zurückgibt und dann halt im zweiten Level auch an die RaumbetreiberInnen, / PodcasterInnen. Hallo Stimme. Ja, so ein Tarnkappenmodus. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle, möchte ich gerne, das hatte ich ja beim RC3 auch, dass ich das Gefühl hatte, meine Güte, ich gehe da gerne in diese RC3-Welt rein, aber dass mich hier sofort jeder ansprechen kann und dass ich auch mit jedem sofort und dass der so sofort aufpoppt auf meinem Bildschirm, das fand ich, das war mir zu nah, das war mir zu viel. Und ich war dann sehr froh, dass ich in meinen Einstellungen einfach diese Funktion runterdrehen konnte und sagen, nee, mein Avatar ist zwar sichtbar, aber diese unmittelbare Kontaktmöglichkeit ist erstmal nicht gegeben. Und ja, genau, ich hatte das so halt intern für mich so Tarnkappenmodus genannt, wo ich dann einfach sagen, so jetzt bin ich im Tarnkappenmodus unterwegs. Ich bin da, aber keiner sieht mich. Und ja, das kannst du vielleicht auch auf Tagesmodus. Nein, wie heißt das gerade? Ja, genau. Dass du halt sagen kannst, heute will ich echt mit keinem reden, aber ich will mir das hier gerade mal anhören. Genau. Und andere Tage, wo du halt eher kommunikativ drauf bist. Ne? Also das fände ich, glaube ich, auch eine sinnvolle Lösung dann. Original, so ist es ja bei mir. Ich meine, andere nennen das Bad Hair Day. Bad Hair Day? Bad Hair Day? Eher so Mund auf zu. Ralf sagt gerade noch im Chat, im Sendegate ist man auch nicht zerstreut und man ist immer sozusagen sichtbar. Da muss ich dagegen halten, wenn ich nur lese, bin ich nicht sichtbar. Also ich bin ja nur dann sichtbar, wenn ich mich äußere. Ich kann ja lurken. Und das ist es vielleicht auch,
eine gute. Also für die Diskussion, ja, für den Gastgeber oder die Gastgeberin ist das immer blöd, wenn da Leute da unerkannt irgendwie mit kryptischen Kürzeln irgendwo rumlungern. Aber für den Einzelnen ist das, glaube ich, schon eine gewisse Freiheit. Ah. Na gut, wird sich alles also entwickeln irgendwie. Widerspricht halt diesem Modell, also ich fände es auch besser, sage ich gleich dazu, aber es widerspricht halt diesem Modell, was Clubhouse jetzt entwickelt hat für sich. Ne? Also die leben ja quasi von diesem sozialen Graphen, wer macht was mit wem. Das sind übrigens auch alles, das kann man auch tatsächlich nachlesen, das sind alles Daten, die sie wirklich sammeln und auch auswerten. Ne? Wer interagiert mit wem, wie lange, wer hört wozu, welche Angebote werden genutzt, solche Sachen. Also davon lebt das Ganze ja. Ist natürlich immer alles unter dieser Prämisse, ja, wir wollen deine User Experience verbessern. Man scrollt schon auch so ein bisschen durch diese Zuhörerinnenliste durch, klickt da mal auf Profile drauf, interessanten, trifft dann auch mal die gleichen Leute immer wieder in gleichen Räumen, in ähnlichen thematischen Räumen. Und das wäre dann natürlich auch noch möglich, aber natürlich eingeschränkter, wenn es so einen Tarnkappenmodus gibt. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses Geben und Nehmen da an der Stelle. Du machst dich halt blank und die anderen sind es aber auch und dadurch sieht man eben, dadurch kommt man halt in Kontakt auch. Mhm. Also davon lebt das ja einfach. Ja, das sollte auch nicht sozusagen der Default sein, obwohl das aus Datenschutzperspektive natürlich besser wäre. Eine Privacy by Design, aber dass ich zumindest als Rückfallebene sagen kann, nee, heute nicht. Also heute will ich bitte auch, dass zum Beispiel so eine prominente Person, wenn die halt irgendwo auftaucht, dass sie nicht immer von jedem sofort angequatscht wird. Das ist ja dann auch irgendwann lästig. Also du hast ja auch auf verschiedenen Chat-Plattformen beispielsweise die Möglichkeit, entweder mit einem Lämpchen in Anführungsstrichen anzuzeigen, grün, gelb, rot und auch noch rot durchgestrichen mit heute echt nicht anquatschen, ne? Oder gerade wirklich beschäftigt, bin zwar hier, aber gerade wirklich beschäftigt. Oder halt auch einfach die Möglichkeit zu sagen, nee, zeig einfach gar kein Lämpchen an, es hat keinen anzugehen, ob ich gerade online bin oder nicht. Ne? Also das wäre halt auch noch so eine Möglichkeit, da eben eine Barriere in Anführungsstrichen einzuziehen. Also da gibt es halt auch schon viele Dinge, die man sich einfach auch an anderer Stelle abgucken kann. Ne? Ja. Aber wenn das die Philosophie eben ist, so nach dem Motto, wenn du hier bist, musst du auch teilnehmen, also wir wollen dich auch haben, wir brauchen auch deine Interaktion, so wie das ja bei manchen Uniseminaren halt auch ist, ne? Wo die Leute dann dahin gezwungen werden und nach dem Motto, du musst hier sitzen, wir müssen dein Gesicht sehen, wir müssen gucken oder wir wollen gucken, ob du dich langweilst oder ob du aktiv dabei bist oder so. Da gibt es sicherlich auch Argumente dafür, dagegen, ob das mit dem deutschen oder dem europäischen Datenschutz so richtig in Übereinstimmung zu bringen ist, weiß ich nicht, aber wenn das einfach die Hausregel ist, kann man natürlich machen als Host, also hier als Besitzer quasi, sagen, bei uns ist das eben so, friss oder stirb, hängt ja jetzt kein Leben dran sozusagen. Es sei denn, das würde wie das vorhin von Claudia Wortkomplex gesagt wurde, dass dann da quasi Politiker-Hintergrundgespräche in einer quasi Öffentlichkeit gemacht werden, die dann eben keine mehr ist, weil dann gewisse Bedingungen gestellt werden, die man vielleicht nicht erfüllen möchte. Ja, aber es ist zeitgleich im Übrigen, und das hatte die Katascha auch geschrieben, es ist ja zeitgleich im Übrigen auch kein Hintergrundgespräch, sondern eben ein Podium, wenn du da halt einfach eine gewisse Öffentlichkeit hast und das Ganze eben kein in Anführungsstrichen privates Gespräch mehr ist, ja, oder halt Hintergrundgespräch mehr ist im ganz kleinen Rahmen, wo dann vielleicht auch off the record ein paar Fragen eben als Background eben beantwortet werden können, weil einfach schon das Publikum dafür zu groß ist. Ne? Und sich dann aber auch zu wundern, so, wir haben da plötzlich aber mehr Zuhörer als die paar eingeladenen Journalisten, wie konnte das denn passieren? Ist dann halt aber auch nicht sonderlich das Zeichen von Medienkompetenz. Ne? Also, nee, das ist dann Lernen durch Schmerzen, ja. Ja. Aber das zeigt ja auch, wie wenig wir uns jetzt bewusst sind. Dass, also auch hier, ne, wir hören ja auch Leute zu, die wir vielleicht mit der Kneifzange nicht anfassen würden, ne, weil wir die einfach nicht mögen. Und trotzdem haben die Möglichkeit, hier zuzuhören. Das ist ja so. Deswegen haben wir ja auch alle so ein bisschen die Schere im Kopf. Das ist ja klar. Also ich sage auch nicht alles hier. Ich werde mich hüten, alles zu sagen, was mir durch den Kopf geht. Natürlich.
Das sollte dann ein Politiker oder eine Politikerin natürlich auch entsprechend vor Augen haben. Aber das lernte ich noch, das bin ich ziemlich sicher. Also diese Naivität, mit der Ramelow da rangegangen ist, das war mir wirklich unbegreiflich. Also das hat er, glaube ich, aber selber mittlerweile kapiert. Was ich übrigens an der Sache, das möchte ich auch mal herausstellen, gut finde, dass er sich offensiv jetzt aber auch entschuldigt, noch auf Merkel zugegangen ist wohl und sich bei ihr entschuldigt hat dafür, ne? Also für dieses Merkelchen. Das zeigt dann auch wieder ein gewisses Maß an Größe. Eine Größe. Ja, das ist natürlich, man macht im Leben Scheiß, jeder. Und es ist halt eben besser als zu sagen, nein, das war ich nicht und sich wegducken oder so, ist aufrecht hinstellen und sagen, ja, genau wie Sebastian vorhin sagte, den Staub abklopfen und dann weitermachen und aber sagen und dazu stehen, was eben passiert ist. Natürlich, jeder macht Quatsch. Und vor allem ist auch. Das ist die Möglichkeit halt auch tatsächlich einfach bestimmte Sachen auch wirklich zu lernen, ne? Weil wenn du vorher noch nicht in irgendeiner Situation warst, ja, und du triffst dann halt einfach eine Entscheidung, vielleicht auch mit 2, 3 Leuten zusammen wird eine Entscheidung getroffen und du kommst hinterher drauf, okay, das war jetzt nicht optimal, dann die Möglichkeit haben, zu korrigieren, das Ganze beim nächsten Mal nicht mehr zu machen und gegebenenfalls halt auch dann zu sagen, okay, das Ganze war falsch. Das und das haben wir daraus gelernt und aus den Gründen werden wir das beim nächsten Mal anders lösen, ist dann aber halt auch wirklich das beste Outcome von etwas, was halt einfach schiefgelaufen ist. Ne? Und dass die einzige Möglichkeit, nichts falsch zu machen, ist, wenn niemand was tut. Und das ist dann, glaube ich, auch nicht ganz in der Sache. Das hast du ja schon mal gesagt und dafür Lob preise ich dich, genau. Also Fehler passieren und die gehören auch dazu, genau. Ja klar, ja, also woraus sollen wir denn sonst, ich sag das sonst so lernen? Laut, weil ich sag das so laut und deutlich, weil ich es mir selber auch immer wieder sagen muss. Ich habe auch so ein Perfektionsdings irgendwie in meinem Kopf und es braucht immer ewig, bis ich mich mal dazu entschieden habe, irgendwas so, mach doch mal, weil ich immer, die zweite Stimme sagt immer, ja, aber da kann doch dies und da kann doch das, das kannst du nicht und ja, aber wenn die immer gewinnt, dann mache ich einfach gar nichts. Das ist genau der, das geht eben nicht. Das, also finde ich nicht, für mich nicht in Ordnung so. Ja, und das ist, das gilt sowohl für Einzelpersonen als halt auch einfach für Gruppen oder ne, zum Anfang zurück, genauso halt auch für jegliche Form von Organisation oder Event, das passieren soll. Ne? Und entweder Menschen tun Dinge oder sie tun halt nichts. Und wenn wir nichts tun, dann sitzen wir halt alle einfach zu Hause und starren die Wand an. Und ich glaube, das tun wir gerade schon alle ausreichend. Also ja, insofern ist es ja dann auch ganz spannend zu beobachten, welchen Lernprozess die Macherinnen und Macher von Clubhouse da mitmachen. Insbesondere auch beim Management von unliebsamen Kommunikationen, die da vielleicht stattfinden. Wenn das vielleicht dann von Meinungsführern gekapert wird, die Sachen in die Welt pusten, wo wir uns vielleicht so als freiheitlich-demokratische Grundordnungsanhängerinnen vielleicht dann doch nicht so mit anfreunden wollen. Was bedeutet das dann? Ne? Nehmen die von ihrem Hausrecht Gebrauch und wo sind die Grenzen? Ich glaube, so klassische Pressemitteilungen gibt es von denen gar nicht. Die machen die Kommunikation auch nur über die Plattform, oder habe ich das noch nicht richtig? Es gibt einen Blog. Es gibt einen Blog, okay. Genau, also die machen wirklich so Town Halls, das erwähnen sie da auch, also wo sie halt dieses Konzept der Offenheit und jeder kann sich beteiligen, auch wirklich ausführen nochmal und es kann halt jeder was sagen zu der App und kann Vorschläge einreichen und sie haben aber einen Blog, also der ist nicht wirklich doll bespielt, aber da stehen wenigstens ein paar Sachen drin, das letzte Posting ist schon vor ein paar Tagen, wo das eben mit der Finanzierungsrunde mit Android drin steht und auch was wollen wir eigentlich mit euren Daten und solche Geschichten. Und sie schreiben halt auch, dass sie von dem Erfolg jetzt auch, also auch gerade von dem Rollout in Deutschland, ich glaube, das haben die aber auch nicht als offizielles Rollout geplant, wirklich überrascht worden sind. Ne? Das kann ich mir auch vorstellen, dass die damit, was das hier so an Dynamik aufnimmt, nicht gerechnet hatten. Und trotzdem finde ich, also wo wir bei Fehlern sind, ich finde es dann schon ein bisschen naiv zu denken, dass dann diese App, wenn man sowas aufsetzt, innerhalb eines Nationalstaates bleibt, also USA, und sich dort bewegt und man innerhalb dieser Jurisdiktion bleibt und wenn man schon weiß, dass da draußen DSGVO, also GDPR quasi blüht und man sich damit vielleicht doch mal auseinandersetzen sollte, das finde ich schon ein bisschen naiv.
Ja, vor allem, weil man ja gerade bei iOS relativ kontrolliert sagen kann, in welchen Regionen die App dann freigeschaltet wird. Und das natürlich stimmt, dann, insofern. Ja. Stimmt, es muss ja dann doch eigentlich ein offizielles Rollout gewesen sein, ne? Oder sie das haben halt gleich dann weltweit immer angeklickt, was natürlich dann, ja. Einmal Universum, bitte. Was ich übrigens da auch ganz spannend fand, das war aber auch, glaube ich, eine Nachricht von heute gerade, ist, dass die bei Apple ja jetzt auch Do Not Track für Apps einführen. Das heißt, dass du als iOS oder iPadOS-UserIn quasi selber dann auch nochmal die Möglichkeit kriegen sollst, auf App-Ebene zu sagen, diese App darf mich nicht tracken. Also, dass sie es dann halt da auch nochmal einen Riegel vorschieben wollen, finde ich ganz interessant eigentlich. Hm. Interessante Entwicklung. Vor allem, dass das auch mit dieser Kontaktbuchfunktion, das wäre halt auch sehr gut insgesamt, glaube ich, dass man das auch so gezielt wird, das glaube ich bei Bildern schon der Fall ist, dass man sagen kann, man hat irgendwie eine Gruppe und man möchte eigentlich nur diese Kontaktgruppe teilen und nicht irgendwie immer das komplette Adressbuch. Das wäre, glaube ich, auch ein sehr guter Fortschritt an der Stelle. Hm. Eine Menge Ideen, eine Menge Eindrücke. Ich glaube, wir können das Thema Clubhouse ein kleines bisschen zusammenkehren und die Tür wieder zumachen, oder? Haben wir noch einen wichtigen Aspekt übersehen? Hinweis, also eins, was ich vielleicht mal als Claudia als Experiment empfehlen würde. Du könntest dich ja auch, wenn du sagst, du hast iOS-Gerät, habe ich so rausgehört, ne? Nee, eben nicht. Ach so, weil sie sagte, sie wollte nicht nach Invites fragen. Deswegen dachte ich, dass sie hier dann als hätte. Weil dann hat man halt die Option immer noch, sich auf die Liste zu setzen und zu registrieren und mal zu gucken, wer einen da so freischaltet. Ne? Also dann weiß man nämlich schon mal, der hat das Telefonbuch hochgeladen. Stimmt, also das könnte ich tatsächlich doch mal tun, weil ich habe tatsächlich ein iOS-Gerät, ja. Ja, mach doch mal gucken, wer es so in den Haken geht. Also, er kriegt dann erstmal eine Auskunftsanfrage, den fürchterlichen Brief von, wie heißt er noch? Lars weiß das bestimmt, oder? Du weißt doch, wie das Ding heißt. Ich kann nicht fürchterliche Brief, folgen. Die Auskunftsanfrage. Nee, das ist ein Meme. Ach, auch. Den T5F oder was meinst du jetzt? Ja, genau, ja. Richtig. Ja, ist na, was für ein Geweihte. Können wir jetzt nicht aufklären. Ich werde da irgendwas in die Shownotes schreiben dazu. Also es gibt ja schon den ersten, also zumindest habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob sie es jetzt umsetzen, von der CDU-CSU-Fraktion den Vorstoß Clubhouse auf den Diensthandys zu verbieten. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie viele wohl schon die Telefonnummer von Angela Merkel hochgeladen haben. Also. Ja. Klar. Ja klar, aber das ist halt auch so ein Ding, dass da denkt halt keiner dran. Ne? Also das hab ich auch von genug Leuten gehört, so, ach so, ja, wir sollten vielleicht auf unseren Diensttelefonen bei XY-Ministerium oder XY was auch immer vielleicht gar kein WhatsApp und Co. haben. Solltet ihr wohl nicht. Aber Regierungshandys, werden die nicht zentral administriert? Oder kann da jeder selber drauf rumdaddeln, wie er will? Da hätte ich jetzt aber genug Leute, die dann Privattelefone für irgendwas verwenden, also selbst in dem Bereich. Und das ist so ein Zeug, wo ich dann meistens auch dann da stand, so mit la, 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 la. Ja, genau. Ich sag's nicht, erzähl's nicht, genau. Ich will es gar nicht genau wissen. Natürlich, die Parallele und Schattenwelt, die hast du natürlich überhaupt nicht im Griff. Da bin ich wieder gerade ganz naiv reingefallen, ja. Ach ja. In einer idealen Welt, wie der Haus- und Hof-Rechtsanwalt, der Anwalt von Heise immer sagt, das ist so schön. Ja, in einer idealen Welt wäre dies so und so, aber wir haben halt die wirkliche Welt und dann sind die Sachen immer ganz anders. Schön. Gut, nochmal ein Versuch, das Thema abzuschließen, aber ich will keine Meinung oder keine Bemerkung abwürgen. Nur ich denke, so langsam haben wir das so von allen Seiten beleuchtet, die wir zurzeit so beleuchten können. Dank Frau Wortkomplex ist das ja sehr ausführlich geworden. Du hast dich ja wirklich großartig vorbereitet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. Und es tut mir leid, wenn ich euch etwas totgequatscht habe.
Nee, habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Gar nicht. Nö, alles super. Im Gegenteil. Also, so, du kannst auch gerne öfter kommen, wenn du, wenn du ein bisschen üben möchtest und keine Lust hast, einen eigenen Podcast zu machen, fühle ich einfach hier auf der Gartenbank eingeladen als ja, sag als das nicht so laut, vielleicht habe ich da wirklich Lust zu. Perfekt. Handshake? Also an so mir sonst nicht liegen. Also ich reiche dir schon mal den Marshmallow. Das ist ein Insider, den ich jetzt gerade nicht verstehe. Nein, für das Gartenlagerfeuer, alles gut. Ah, okay. Ist, die Marshmallow, ne? Ja, die Smurfs. Entschuldigung. Ach, das war das ist jetzt eine überraschende Wendung. Entschuldigung, Lars, bitte, das ist deine Bühne. Also ich wollte nur wissen, das war dieser ganz schlechte Star Trek, ne? Mhm. Ja, okay. Das ist jetzt mal wirklich ein Insider. Es ist so ein bisschen wie kalte Pizza, ne? Also es ist so, es ist schlecht, aber immer noch gut. Also so im Vergleich zu vielem anderen. Naja. Ich hab sie alle hier. Sagt mir, welcher Film das ist und ich gucke nachher. 6? Ich bin nicht sicher. Unsicher. Ist auf jeden Fall noch einer mit Kirk und Pille. Okay. Ja, gut. Nee, das bringt uns jetzt gerade ein bisschen zu weit weg. Das ist auch, glaube ich, für Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so richtig mehr interessant. Lass uns mal schon ein bisschen kundenorientiert denken hier. Wir sind ja quasi gedanklich damit schon in der Postshow und dabei sind wir noch nicht. Wir kommen zwar von der Gartenbank runter, legen das Thema Clubhouse zurzeit mal eben zur Seite. Glaube der Wortkomplex, also kannst grade, du noch bleiben? Ich wurde gerade freigeschaltet. Ja. Und von wem? Es hat nicht lange gedauert, von einer Journalistin. Siehst du? Weißt du schon mal, die braucht das die neue Datenschutzbuch. Ich muss das loswerden, es war Teil 5. Okay, danke. Danke, ich schreib's auf, Teil 5. Teil 5 Marshmallows. So, dann geh ich gleich mal in meine DVD-Kiste. Ja, ich habe noch DVDs. So. Keine Blu-Rays und so. Ich bin froh, dass ich die Videobänder, die ich vorher jetzt Kassetten nicht mehr mit mir rumschleppe. Jetzt ist aber auch gut. Das ist okay. Genug geoutet. Claudia, kannst du noch ein bisschen bleiben oder möchtest du jetzt dann noch rausgehen? Noch wurde ich nicht weggerufen. Also ich kann sein, dass ich dann schnell springen muss. Ich habe ein relativ pünktliches Baby, das sich meistens um 23.30 Uhr meldet. Aber bis dahin sind noch mindestens 27 Minuten. Ja, das schaffen wir. Wir haben ja unser Querbeet im Prinzip schon eingebaut gehabt, dank deiner wunderbaren Moderation, sind wir ja gleich zu Studio Link QuickWeb abgebogen. Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Sebastian, korrigier mich. Ja, richtig. Das können wenn das wir nicht jetzt, stimmt. Genau, das können wir, brauchen wir nicht wiederholen. Wir abhaken, ne? Ja. Wir abfragen, was ist hängen geblieben? Kleiner Quicktest zu QuickWeb. Na gut, machen wir nicht. Dann kommen wir doch direkt zum Blühkalender, wenn der Ralf. Ach, der Ralf. Guten Tag. Wie heißt der Sebastian? Lars heißt der Sebastian. Wenn der Lars bereit ist, dann kommen wir jetzt zum Blühkalender. Ich bin bereit. Zum Sendegarten gehört immer auch ein bisschen der Blick über den Gartenzaun. Was machen denn so andere? Was liegt im Podcastland so an? Und der Lars hat die Termine zusammengetragen. Bitteschön. Ja, das sind wieder die Podcast-Termine der letzten. Ich werde müde. Der nächsten 3 Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Die Liste ist exakt die gleiche wie beim letzten Mal, nur dass der erste Eintrag entfallen ist. Aber für alle, die es noch nicht gehört hatten, hier nochmal die Liste. Am 4. Februar gibt es das February Berlin Podcasting Meetup. Das ist ein Online-Event. Los geht's da um 18.30 Uhr. Da soll's Präsentationen und danach einen offenen Austausch geben. Am 18. Februar ab 19 Uhr gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Weitere Infos gibt es für Mitglieder der Meetup-Gruppe Podcasting Meetup Franken.
Schwer zu erraten. Noch gibt es keinen genauen Termin, aber im März soll es auch wieder ein Funheim geben. Bis zum nächsten Sendegarten kann man sich da weiterhin unter funheim.unterhaltungszimmer.de aktuell halten. Weiterhin vorläufig ist das nächste Pottruhr. Wenn alles klappt, soll das dann am 9. April im Unperfekthaus in Essen stattfinden. Beginn wäre um 19 Uhr. Und das wär's auch schon wieder für dieses Mal. Im Terminwiki gibt's auch Links zu den Veranstaltungen und Adressen und URLs und was auch immer. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wenn man das also hier mit verlesen haben möchte, einfach dort mit aufnehmen, dann nehme ich das mit. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Jo. Wunderbar. Alles klar. Das sage ich auch wieder Lars zu dir. Ich weiß nicht, warum mir dauernd andere Namen für dich einfallen. Das ist überhaupt nicht nett. Ich weiß aber nicht, was mit meinem Kopf da passiert. Dabei hast du viermal Lars am Stück zur Auswahl. Ja. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Egal. So, die nächste Rubrik sind die Setzlinge. Da habe ich ehrlich gesagt keine Setzlinge mitgebracht, aber ich habe etwas mitgebracht, über das wir uns gemeinsam ärgern können. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Setzlinge. Also ich habe das jetzt einfach vorausgesetzt, alle ärgern sich. Vielleicht fiel das ja auch der eine oder andere gar nicht so ärgerlich, wäre ja auch nicht verwunderlich. Und zwar habe ich heute Morgen so durch Twitter gescrollt und dann habe ich einen Beitrag der von Extra 3 wahrgenommen, der sich über das Thema, der irgendwas mit dem Thema Podcast zu tun hatte. Ich habe den jetzt einfach mal hier herausgelöst und für uns zum Hören mitgebracht. Und Sebastian spielt ihn jetzt bitte einfach mal ein. Hallo, mein Name ist Jakob Leube, ich mache was mit Medien. Und hier bei Extra 3 gibt es ja normalerweise Satire. Aber ich darf heute die Plattform mal benutzen, um was Persönliches loszuwerden, was Ernstes. Und das ist super schwer für mich, weil ich dachte halt lange, dass mit mir was nicht stimmt. Und gerade ich als irgendwie weißer Mit-30er in Deutschland, ich dachte dann immer, wieso ich? Ne? Also bist du nicht normal? Aber so ein Geheimnis, das frisst einen von innen auf. Das muss dann irgendwann raus. Und deswegen ist mir dann auch egal, was alle anderen dann sagen, weil ich bin halt anders und das ist auch okay. Und deswegen sage ich ganz offen, so wie es ist, ich habe keinen Podcast. Es gibt noch vereinzelt Menschen ohne eigenen Podcast. So, jetzt ist es raus. Oh, es ist irgendwie erleichternd auch. Gänsehaut. Man wird aber auch zugeschissen mit Podcasts, ne? Also am schlimmsten sind ja die Podcasts mit zwei funny Männern, die sich irgendwie über privaten Scheiß unterhalten und sich über ihre eigenen Witze kaputt lachen. Boah. Sorry, einen Moment. Hey, Freddy. Moin. Moin. Na? Du, ich hab was überlegt. Hä? Wollen wir beiden nicht eigentlich mal einen Podcast zusammen machen? Aber was wäre das dann für einer? Also? Ist doch egal. Hauptsache ein Podcast. Das ist gerade im Trend. Ja, hey, warum eigentlich nicht? Und ich meine, wir sind schon auch ganz schön lustig, wir zwei, oder? Ja, natürlich sind wir beiden witzig. Klar. Wir könnten über Westen reden. Ja, cool. Ist das schon eine Folge? Super. So, das war der wunderbare Einspieler von Extra 3. Ich muss mich outen, ich habe keinen Podcast. Also, ich lese gerade im Chat, manche finden ihn lustig, das finde ich gut, dass es auch Menschen gibt, die das lustig finden. Mich hat das irgendwie, was nicht, angenervt. Habt ihr den vielleicht mitbekommen? Habt ihr eine spontane Idee dazu? Es hat jetzt hat ein paar Aussetzer gegeben, glaube ich. Vielleicht ist das nicht ganz rübergekommen. Wie ist so der Eindruck? Lars, du hattest den, glaube ich, auch gehört heute Morgen, ne? Ja, ich habe allerdings nur diesen ersten Outing-Teil gehört und nicht das, was da hinterher kam. Von wegen, wollen wir jetzt noch einen Podcast machen? Das gibt der Sache noch ein bisschen mehr Pointe als das, was ich mitgekriegt habe. Ja. Ich hatte eben nur diesen Teil gehört bis zu, ja, jetzt, ne? Ich habe keinen Podcast. Den wollte ich eigentlich beim Schneiden habe ich gedacht, ich mache da den Cut, aber dann habe ich überlegt, fairerweise hänge ich den mache ich es eben ganz, also genau aus dem Grunde, weil der Anfang gibt nochmal einen anderen Spin als der ganze Teil hinten, ne?
Ich finde es nur mäßig witzig, was mir allerdings bei Extra 3 inzwischen häufiger so geht. Da waren immer wieder mal feine Sachen dabei. Ich habe es früher wöchentlich regelmäßig geguckt und irgendwann haben sie mich verloren, weil mir teilweise zu doof tendenziös war. Da wird gerade gefragt im Chat, was hat mich dabei getroffen? Achso, Entschuldigung, ja, Retros weiter, Entschuldigung. Ne, das war schon. Okay. Na, mich hat diese Betroffenheitsnummer, also ich bin, also das ist ja dieses, der wird gespielt mit dem Problem des Outings und das ist für manche Menschen wirklich ein großes Problem, der Umwelt etwas mitzuteilen, was sie im Innersten bewegt. Und das wird da so verspielt eigentlich. Und dann noch mit dem Thema Podcasting. Ich habe keinen Podcast. Ja, mein Gott, muss doch keiner einen haben. Es muss auch nicht, und hinterher sagt er, man wird zugeschissen mit Podcast. Er muss auch nicht alle hören. Wo bitte ist denn die Selbstgestaltung an der Stelle? Er ist doch nicht Opfer, weil er keinen Podcast hat. Er ist aber auch nicht Opfer, weil es so viele andere gibt. Es entscheidet doch jeder selber, was er tut. Was ist denn das? Ich verstehe das, die Haltung dahinter gar nicht. Aber gerade deswegen ist der Spin später ja wichtig, dass er dann da eigentlich ja doch will. Also wie gesagt, meine Wahrnehmung hat sich dadurch jetzt ein bisschen verändert, dass im Hintergrund dieser Dreh dann doch noch war. Ich hatte halt nur den ersten Teil gehört. Aber ja, den Rest finde ich jetzt einfach eher meh. Was sagen denn die Frauen dazu, wenn da jemand sagt, da werden immer nur Männer reden nur miteinander? Ist das nicht eigentlich auch schon durch, dieses Männer-Frauen-Dingenkirchen, oder ist das nur aus meiner Perspektive durch? Also der Witz zumindest ist ja nicht neu, ne? Also zweiweise Männer treffen sich, morgen haben sie einen Podcast, ne? Also ein bisschen dieses Meme, das gibt es ja auf Twitter schon ganz lange, dass das so. Ja, da haben wir vor 10 Jahren schon drüber gelacht, ne? Ja, aber es ist halt auch schon immer noch so, ne? Also es ist diverser geworden. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich einen von diesen Tweets finde. Wo es halt genau um dieses Geschichte geht. Das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, ist hier einer, der da steht drin, und der antwortet dir vielleicht so ein bisschen auf dieses, der ist von Dezember 2019, auf dieses, wir haben ja schon vor 10 Jahren drüber gelacht, aber es hat sich halt auch nicht verbessert. Dass wir im Patriarchat leben, erkennt man auch daran, dass es mehr als einen erfolgreichen Podcast gibt, in dem zwei weiße Cis-Het-Männer einfach random aus ihrem Leben erzählen. Ja, gut. Ist halt, ich höre das nicht. Ja, aber ich meine, es ist schwierig, ne? Also auf der einen Seite sagen wir halt, im Internet ist für alles Platz und jeder kann eben das machen, wie er möchte, und das hat auch das Recht dazu. Finde ich in Ordnung. Also den Witz fand ich jetzt auch nicht so sonderlich lustig. Also zum einen, weil er schon einfach so durch ist, ne? Aber ich muss gerade mal hören, ich glaube, da schreit gerade ein Kind. Zum einen, weil er schon so durch ist und also weil er schon halt so durch Twitter schon ewig durch ist und durchgejagt wird. Aber er hat schon einen Kern, finde ich. Also es sind, glaube ich, immer noch viel mehr Männer, die sich zusammentun und einfach drauf los einen Podcast machen. Damit spielt das ja so ein bisschen. Und halt einfach mal was erzählen und ich würde sogar fast vermuten, dass Frauen eher mit einem Konzept rangehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Und jetzt bin ich so ein bisschen abgelenkt gerade. Ich würde einfach mal übergeben. Aber also lustig, nein. Kern, ja. Okay, danke. Also ist das ist dann doch immer noch ein Thema. Ich dachte, das hätte man inzwischen mal abgehakt. Nein, leider noch lange nicht, glaube ich. Also da, es wird besser, und ich hatte das irgendwie an anderer Stelle auch schon mal gesagt gehabt, vor etwas über 20 Jahren, als ich mal Abi gemacht habe, haben wir noch über Frauenfahrräder auf Fahrradwegschildern diskutiert. Mittlerweile sind wir da thematisch deutlich weitergekommen, aber wir sind noch lange, ganz, ganz lange nicht bei
irgendeiner Form von Gleichberechtigung, also halt von Equal Pay angefangen und der ganze Bereich Unpaid Care Work und so weiter und so fort. Also da ist noch relativ viel offen, auch wenn wir mittlerweile von der Frauenfahrräder auf Fahrradwegschildern Diskussion weg sind. Ja. Also, Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Also dann bin ich, glaube ich, jetzt ein bisschen, oder habe ich mich falsch ausgedrückt. Mir geht es im Wesentlichen auch darum, dass er sich sagt, ich bin Versager, ich habe keinen Podcast. Und das ist für mich, ist doch völlig, ist das seine Entscheidung, was er da macht. Und dann sagt er ja, ich muss jetzt aber auch einen Podcast machen. Und ich weiß nicht, dieses Spiel mit der Opferrolle, was er da macht, das finde ich irgendwie doof. Ja gut, klar, das Männer-Podcast, jetzt haben wir gerade diesen Dreh da hingekriegt, da stimmt schon. Dass es vielleicht noch das Jungs-Spiel ist, irgendwie in Mikrofone zu reden und das vielleicht rein zahlenmäßig die Mehrheit ist, ja. Ja, es kommt halt so, es kommt halt so ein bisschen rüber wie, hey, ich bin hier aus der Main-Gruppe von allem, ich gehöre noch nicht zu der Main-Gruppe dazu. Oh, guck mal, jetzt habe ich gerade einen Teil abgelevelt. So, ja, super, herzlichen Glückwunsch. Ah, du bist einer von 2000 podcastenden Typen mehr. Weißt du, hätte ich jetzt gerne einer nicht cis white man people gegeben, sondern halt irgendeinem anderen Menschen, der vielleicht auch, der oder die vielleicht auch was zu sagen hat. Ne? Ja. Naja, gut. Die dürfen ja auch sagen, was sie wollen. Mich hat das heute Morgen jedenfalls so von der Seite angefahren irgendwie. Mochte ich nicht. Aber interessant, eure Meinung dazu zu hören. Sebastian, hast du auch eine Meinung dazu? Oder schweigst du lieber? Bist du klug? Nicht klug. Also mich hat das jetzt auch nicht, also ich glaube, sie haben auch letztes Mal so ein Tweet gepostet mit so einem Bild, was mich auch irgendwie nicht abgeholt hat. Da ging es auch um einen komischen Vergleich. Also humorvoll fand ich das jetzt auch nicht. Und ja, aber ich denke auch so wie Claudia, die beiden Claudias das jetzt auch formuliert haben, dass Diversität da sicherlich noch förderfähig, also immer noch besser ist, das zu fördern, als natürlich jetzt irgendwie das ins Gegenteil zu. Also das auf jeden Fall. Ja. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf die Podcasterin-Liste. Genau, podcasterin.org, ne? Ja. Zum Beispiel. Ja, in der Hinsicht, dieser Gedanke, Claudia Wortkomplex hier vielleicht in den Sendegarten öfter mal zu hören. Würde die Quote verbessern. Ja, aber auch schon eine Claudia. Wie divers kann es denn noch werden? Du, naja, also. Die Zahlen, die reinen Zahlen. Also. 3:2, 3:1 macht, 3:2 ist besser als 3:1. Also jederzeit gerne hier. Ich freue mich sehr über Unterstützung. Ja, also ich bin überrascht, dass es heute so gut geklappt hat. Das ist der zweite Abend in Folge, wo wir tatsächlich was machen konnten. Also gestern ja diese Clubhouse-Runde. Wie gesagt, die Kinder werden älter, sie schlafen besser. Das ist yay. Vielleicht ist das ja beruhigend für die Kinder, wenn sie hören, dass die Mutter so leise vor sich hin murmelt irgendwo. Dazu bin ich, glaube ich, zu weit weg. So, ich weiß nicht, ob Reifen einen Mund einen Lautsprecher hingestellt hat und das so ganz leise, so ein bisschen White Noise. Mama labert. Nee, also. Gut, okay. Von den schlechten Scherzen gehen wir mal zu den besseren Sachen, nämlich unseren blöden Schätzen. Das sind Sachen, die uns irgendwie in der letzten Zeit aufgefallen sind, wo wir einfach gesagt haben, oh, das ist schön. Oder das hat mich zum Nachdenken gebracht. Das kann auch so ein Podcast-Land sein, muss aber nicht. Das kann auch irgendwas anderes sein. Also das ist jetzt sozusagen Freispiel. Und da kommen wir zu den Blütenschätzen. So, hat jemand was mitgebracht? Ich sehe, dass der Lars was mitgebracht hat. Was hast du denn da mitgebracht?
Ja, jetzt muss ich tatsächlich den richtigen Tab wiederfinden. Ich hatte deinen Blütenschatz nämlich vor meinen sortiert, du Schlingel. So, mein Blütenschatz dieses Mal ist methodisch inkorrekt. Folge 182, der Jahresrückblick 2020. Weil da einfach eine unfassbar runde Sache ist. Tolle Themen, tolle Stimmung, schöne Abschweifungen, einfach von allem was. Punkt. Ich glaube, ich habe das noch nicht gehört. Ich bin erschüttert. Dieses verdammte Homeoffice. Die fehlenden Transferfahrten, ey, das ist, hier, mein ganzer Podcast-Konsum geht in die Binsen. Mann. Ja, das freut mich ja. Da muss ich jetzt nochmal, da muss ich ja nochmal nachscrollen. Gut, methodisch inkorrekt, ein schöner Jahresrückblick, eine runde Sache. Okay. Hat sonst jemand was so? In der Liste steht jetzt nur noch etwas, was uns ein Hörer reingereicht hat. Claudia, hast du, also Claudia Wortkomplex, hast du vielleicht spontan etwas? Die Show von gestern kannst du ja nicht. Ja, hast du? Gut, her damit. Und zwar gerade heute gehört die Rechtsbelehrung mit Markus Richter und Dr. Thomas Schwenke zum Thema Homeoffice. Cool. Fand ich sehr gut, dass das nochmal auseinandergeht. Also es zeichnet mich jetzt nicht aus, dass ich jetzt gerade sagen muss. Sie haben auch eine Frau dabei, deren Namen ich jetzt gerade leider nicht weiß. Also sie haben sich eine wirkliche Expertin für dieses Thema Arbeitsrecht reingeholt, die das dann eben auseinanderdrüsselt. Die, ich kann es euch gleich sagen, Rechtsanwältin Carola Sieling, genau. Sie dröseln das halt auseinander mit also zwischen diesen Begriffen, die sich eingebürgert haben, dieses Homeoffice zu Telearbeit, die rechtlich verbrieft eben ist, also definiert ist, und mobiles Arbeiten und wo da so die Fallstricke eigentlich liegen. Das fand ich immer super interessant, also auch unabhängig von Pandemie jetzt, wo natürlich, finde ich, andere Prioritäten als wie geht's meinem Rücken auf meinem Arbeitsstuhl und muss mein Arbeitgeber mir jetzt den auch noch geben und muss dann noch jemand vorbeikommen, der ein TÜV-Siegel drauf macht, herrschen. Aber auch darüber hinaus, ich meine, ich glaube nach wie vor, dass sich Arbeiten vielleicht verändern wird durch die Pandemie, wie wir miteinander arbeiten und wo wir arbeiten. Und dann finde ich dieses mit dem auch mal super interessant erklärt. Aber auch in der jetzigen Situation einfach, welche Rechte hat man eigentlich auch als Arbeitnehmer? Worauf kann man eigentlich gegenüber dem Arbeitgeber dann auch pochen? Es ist wirklich spannend und gerade hochaktuell. Super. Ja, die Rechtsbelehrung ist ja sowieso eigentlich immer etwas, aber zu dem Thema natürlich besonders. Klasse. Dankeschön. Und Claudia Jinx, hast du auch was? Nein, ich bin diesmal tatsächlich blanko, nachdem ich eigentlich die ganze Zeit durchgearbeitet und tatsächlich mal nicht viel gehört habe, außer den Nachrichten. Und die will ich, glaube ich, auch, nachdem wir 2020 zwar bereits verlassen haben, aber dennoch nicht als Blütenschatz bezeichnen. Okay, das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Der Kohlenpott Christian hat uns einen Hinweis geschrieben, den ich hier einfach mal unter Blütenschätze genommen habe. Wo ist er? Da. Der hat nämlich geschrieben, hallo Martin, ein frohes Neues erstmal und mögest du und deine Lieben von der Arglist des Lebens und Corona verschont bleiben. Ich weiß zwar nicht, ob dies der offizielle Weg ist, aber ich hätte einen Blütenschatz für den Sendegarten. Der Kindergarten hat mit kuckucksruf.de ein Podcast-Projekt für Kindergartenkinder im ersten Lockdown über 100 Folgen, seit Anfang Dezember täglich mit Karl vom Regal. Achso, das ist genau, seit Anfang Dezember täglich mit Karl vom Regal. Das sind so, die haben so verschiedene Phasen, was sie da wo gemacht haben. Lieben Gruß aus Herten vom Kohlenpott Christian. Also das ist der, der diesen wunderschönen Podcast zum Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet gemacht hat, der aber schon vor 2 Jahren, glaube ich, zu Ende gegangen ist. Aber trotzdem sehr hörenswert war und vielleicht auch immer noch ist für alle, die nachhören möchten. Diesen Kuckucksruf Podcast hat er offenbar mit aus der Taufe gehoben und inzwischen sind sie also aktuell bei dieser Geschichte Karl vom Regal. Ich habe aber mal ganz, ganz, ganz zurückgescrollt ins Jahr 2018 und ein kurzes Stück aus der Nullnummer rausgefischt, weil er nämlich selber da auch zu hören ist. Und das habe ich mitgebracht. Kuckucksruf, das Podcast-Projekt aus dem evangelischen Familienzentrum Kuckucksnest in Herten. Folge 0.
zum Projekt Vielfalt vom 15.09.2018. Alle meine Schmetterlinge fliegen in die Welt, weil die bunte Vielfalt uns so gut gefällt. Alle meine Schmetterlinge, hey! Schmetterlinge, hey! Alle meine Schmetterlinge, hey! Schmetterlinge, hey! Ich sitze in Herten im Kindergarten Kuckucksnest. Es ist der Kindergarten meines Sohnes und meiner Tochter und ich bin von Petra Decking gebeten worden, heute hier mit einem Teil des Teams eine Aufnahme für ein Podcast-Projekt zu machen. Ja, ich würde sagen, ich gebe das Wort mal an die liebe Petra, die vielleicht mal erzählt, worum es bei dem Projekt, über das wir heute reden, eigentlich geht. Ja, danke Christian Kessen. Das ist schön, dass du gekommen bist, um uns aufzunehmen. Ich und wir hatten diesmal den Wunsch, dass wir mehr als über einen Handzettel oder ein Handout, wie man heute sagt, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir im Rahmen von Demokratie leben im Frühjahr Gelder beantragt haben, die wir dann auch zum Thema Vielfalt leben, was in diesem Jahr das Thema von Demokratie leben ist, in der Einrichtung umsetzen wollten. Ich finde ja immer, neben einem Bildungsauftrag hat so eine Einrichtung auf jeden Fall auch einen politischen Auftrag, weil nirgendwo ist so viel an demokratischen Verhaltensweisen, Partizipation und den ganzen Schlagwörtern unterwegs wie in einer Kita. Kita ist gelebte Vielfalt. Wer das nicht unterstützt, kann nicht in einer Kita sein, kann nicht in einer Kita arbeiten. Oh, was ist denn mit meinem Schäfchen? So, das geht doch besser. Ja, das ist der Christian gewesen und der kuckucksruf.de Podcast, also Folgen aus und über die Kita. Und jetzt gerade eben aktuell auch mit einem Spezialprogramm offenbar zum Lockdown. Täglich Karl vom Regal. So, das wär's von unserer Liste. Ich habe noch einen Blütenschatz, den habe ich mir vorhin so notiert, weil ich gestern Abend im Fernsehen was gesehen habe, wo ich schallend lachen musste. Das ist mir wirklich selten bisher in der letzten Zeit passiert, dass ich etwas geguckt habe und es musste wirklich hier für mich alleine sitzen und schallend lachen, obwohl es wird so gut wie gar nicht gesprochen. Also das ist wie ein Theaterstück ohne Sprache gewesen. Und zwar bin ich darüber aufmerksam geworden auf diese, das ist eine Serie oder eine Staffel, eine Serie, über einen Link bei Twitter, wo jemand sagte, da spielt eine Szene oder eine Episode komplett in einem Abteil eines Zuges. Und dann hab ich gedacht, wie, was? Eine ganze Episode innerhalb eines Abteils eines Zuges. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeguckt. Und in der Tat ist das wohl Programm dieser Serie. Die nennt sich nämlich Inside. Also das hat immer irgendwas mit Innensein zu tun. Inside Number 9 und läuft auf Arte. Ich habe die erste Episode der ersten Staffel gesehen. Das war ein englisches Verstecken, Suchen und Versteckenspiel. Und es haben sich irgendwie 9 Leute da am Ende in einem Schrank wiedergefunden. Also total schräg und absurd. Das fand ich so halb lustig, aber die zweite Episode, da geht es darum, dass zwei Einbrecher, die sich unglaublich ungeschickt anstellen, versuchen, ein Bild zu stehlen aus einer Villa, und es kommt zu allerlei turbulenten und absurden Verwicklungen. Also das war, ich habe gestern Abend hier gesessen und schreiend gelacht. Ich weiß nicht, ob es andere Menschen auch lustig finden, aber würde das einfach mal teilen. Inside Nummer 9 oder Inside Number 9 auf Arte und ist, glaube ich, in der Mediathek bis Mitte des Jahres, bis Juni oder so sind die Dinge abrufbar. Und die Staffel oder die Episode, die ich meinte, heißt Ein ruhiger Abend zu Hause. Das war wirklich zu witzig. Es wird markiert, ist wohl nur was für Erwachsene. Ich weiß nicht, was da für komische Inhalte noch kommen. Okay. Es floss auch etwas Blut. Vielleicht ist das damit gemeint. es wurde auch ein Hund an die Wand geworfen. Das ist vielleicht auch nicht für jeden. Aber die Absurdität, die da drin steckte, ließ mich dann doch laut lachen. Also vielleicht für Freunde des schwarzen Humors. Inside Number 9 auf Arte. Zurzeit zum Gucken. Gut, und danke für den Hinweis mit dem Abteil im Zug. Bis dahin muss ich mich da noch vorgucken, aber das wird auch noch spannend werden. So,
Das war mein Fragezeichen-Blütenschatz. Okay, das Fragezeichen ist inzwischen weg. Da stand gerade noch ein Fragezeichen, ob ich das überhaupt erwähnen wollte. Aber gut, das tue ich jetzt hiermit. Damit sind wir durch. Guck mal, es ist 23.30 Uhr, 29 und 45 Sekunden. In 10 Sekunden könnte das Kind schreien. Wir warten ab, was passiert. Es schrie schon, nein, der Papa ist bei ihm. Ah, okay. dann möchte ich diese Gelegenheit einfach mal nutzen, Dankeschön zu sagen. Danke für diesen schönen Abend, den wir gemeinsam gehabt haben, dadurch, dass eben so schöne Gespräche zustande gekommen sind. Ich möchte den Anwesenden danken, aber ich möchte vor allen Dingen bei der Claudia den Menschen im Hintergrund danken, deinen beiden Kindern und deinem Mann, die da offenbar so schön mitgemacht haben, dass du gar nicht, wie das deine Befürchtung war, dauernd weggerufen wirst, sondern in Ruhe, jedenfalls für uns erkennbar, also für uns wahrnehmbar, bist du in Ruhe da gesessen. Und hast dann diese so schön mit uns reden können und uns deine ersten Eindrücke von diesem Clubhaus so nachvollziehbar geschildert. Dafür sei dir ganz, ganz herzlich gedankt. Dankeschön. Ja, danke. Es hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Also ich habe das sehr genossen, gerade mal diese Stunden abzutauchen unterm Headset mit Mikrofon und mit euch zu reden. Du hast nichts verlernt. Schön, dass du da warst. Ja, das finde ich auch. Und schön war auch, dass die andere Claudia da war. Ganz herzlichen Dank dafür. Bitte gerne. War wieder schön heute. Ja, ne? Ach, richtig schön. Das war am Anfang so ein bisschen, dass ich dachte, ach nee, jetzt, ich will eigentlich was anderes machen. Und ich weiß, der Sebastian hat sich auch rausreißen müssen aus einer anderen Arbeit. Ich hoffe, er hat es auch genießen können. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du das gemacht hast und dass du hier dabei gewesen bist, Sebastian. Ja, auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Das hören wir doch am liebsten. Und natürlich ganz besonderen Dank an den Menschen, dessen Vornamen ich mir so schlecht merken kann. Aber ich glaube, er heißt Lars. Oh, ich fühle mich gar nicht angesprochen. Hallo. Ja, ne? Es war ein schöner Abend. Danke auch. Super. Einen Dank möchte ich auch schicken an die Menschen, die hier im Chat dabei gewesen sind. Podcast ist ja eigentlich etwas gedacht so für die zeitsouveräne Nutzung. Das heißt also, jeder macht das dann zu dem Zeitpunkt, wo er oder sie das für richtig hält. Das Live-Zuhören ist eigentlich mehr so ein Nebenprodukt bei uns. Bei Clubhouse ist es genau andersrum, da ist es live zu hören, einfach Programm. Aber wir wissen ja, dass Podcasts eigentlich so gemeint sind, dass sie ein zeitsouveränes Begleitmedium sind. Und deshalb geht der Dank eben auch an die Hörenden, die das auf diese Art und Weise nutzen, bei denen wir jetzt gerade in ihren Ohren sein dürfen. Bei allem, was ihr gerade so macht, ob ihr Auto fahrt oder den Staubsauger bedient oder was auch immer, Schnee schippen müsst zurzeit, kann das ja auch sein. Danke, dass ihr uns eure Ohren leiht. Okay, und mit diesem allgemeinen Dank und der guten Stimmung, die hier so Einzug gehalten hat, denke ich, können wir gut in die Nacht gehen. Ich sage mal einfach bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.